Meinst du, du kannst erstmal weiterfahren? Ja, passt schon, passt schon. Ja, diese hast du gehört, glaube ich, ne? Ja, ja. Aber ich mache trotzdem mich warm, dass falls wirklich doch alles eng wird. Ja, perfekt. Damit du bereit bist. Genau. Ja, genau. Sieht im Moment ganz gut aus. Macht, glaube ich, gerade ganz gut, dass er ein bisschen Platz um sich herum hat und jetzt gerade nicht mit Gegnern oder Überholungskandidaten kämpfen muss. Das ist eine Exit-Tabelle im Spiel. Grüße gehen raus, viel Erfolg weiterhin. So, in 2 Minuten 3. 744. Das kann ich doch sehen lassen. Mal gucken, wo P7 und P6 gerade so unterwegs sind. Vorne der Czerwitzinski. Ein Stück weiter, so wie es aussieht. Da haben wir ihn. Fährt gerade den Berg runter. Das dauert noch ein bisschen, bis Stefan ankommt. Ja, das könnten so gut 30 Sekunden sein, glaube ich. Die Anzeige links wahrscheinlich aufrechnen. Da wird nicht immer alles angezeigt. Ja, auf jeden Fall keine halbe Runde, aber schon großer Abstand zu Platz 7 aktuell. Dann schon weiter in dieser Ansicht. Vielleicht gehen wir da in seine Rundenzeit. Können wir nach oben. Vielleicht mal das hier rein. Naja, die Zeit sieht auf jeden Fall gerade gut aus. Auch hier kann er nochmal richtig schön was ins Delta packen. Hier eine 2, 3, 4, 3, 5 raushauen. Moin Marschu! Ja, es gibt limitierte Stint-Zeiten. Jeder darf insgesamt 3 Stunden 45 Minuten fahren innerhalb dieser 12 Stunden. Und der Stint muss, glaube ich, 72 Minuten maximal lang sein. Oder 70, ich bin mir nicht so sicher. Aber auch da gibt es eine Begrenzung, die dir dann angezeigt wird, wenn du mehr hast.
65 Minuten, sagt Tim, okay. Ja, deswegen ist unsere Stint länger eigentlich auf 32 Runden ausgelegt, wenn alles klappt. Und dann hat man sogar noch Reserve für 4-5 Runden, in der wir dann Map 1 fahren können. Denn wir fahren aktuell die zweite Motormap. Ein bisschen Leistung reduziert, dadurch aber eben auch den Verbrauch stark zurücknimmt. Das waren bei mir 0,7 Liter pro Runde, die man da einsparen kann. Ansonsten schluckt der einfach zu viel. Ja, das stimmt schon, Andi. Das Problem ist bei der Taktik dann aber, dass Map 1 am Ende vom Stint nicht mehr so viel bringt, da die Reifen das nicht mehr so mitmachen. Geht eigentlich. Du bist ja auch um ja, 100 Kilo leichter am Ende. Das gleicht sich in ACC zumindest bei mir immer recht gut aus, dass der Reifenverschleiß zwar zunimmt, aber durch das geringe Gewicht trotzdem noch gute Zeit gefahren werden können. Also der Unterschied muss da nicht allzu groß sein.
Stimmt noch nicht. Ja, ich fahre 2-3. Also ich könnte potenziell 2-2 hochfahren. Oh, geil. Also ist auf jeden Fall drinne. Du bist ja schnell wie ein Flitzebogen. Ja, viel trainiert. Ja, hast du wirklich, ne? Ja. 2000 Kilometer. So, jawohl, hier fährt nur die GT3-Klasse. Also kein Multiclass-Rennen. Fahrzeug 47, 50 Penalty. Das sehen wir gar nicht, also keiner von uns herum. Das Spiel nennt sich Assetto Corsa Competizione. Steht auch im Videotitel oder unter YouTube unter dem Stream. Wenn du wissen willst, wie man das schreibt. P8 ist gerade in die Box gegangen, oder? In die. In die jetzt.
Ja, Spucko, ich glaube, gerade für League Racing lohnt sich Assetto Corsa Competizione. Also, es gibt ja das Competition-Server-System im offiziellen Spiel und es gibt ja auch öffentliche Server, wo einfach jeder drauf kann mit einer gewissen SA-Einschränkung. Da ist nicht immer garantiert, dass die Rennen dann so sauber sind und dann irgendwie zufriedenstellend ablaufen. Aber es gibt für Liga-Organisatoren gute Möglichkeiten, hier zum Beispiel sowas wie eine Stint-Zeitbegrenzung oder der Fahrerwechsel, da eine sehr interessante Liga hinzuzaubern. Hallo! Hallo! Hallo. I'll be back! Wieso hast du wieder ab? Nein, ich bin ja wieder da. Ja, dann musst du aber. Ja, denn warum sagst du denn, ich werde wieder da sein? Ja. I'll back. so, klärt mich mal auf, warum sind wir Platz 7? Kontakt mit der Wand. Okay. Male. Und da musst du einmal in die Box nach, das war nicht lange, nach 8 Runden oder so, schätze ich jetzt einfach mal. Weil Auto kaputt war. 26 Sekunden Schaden. Ist da reingefahren. Hat ihn repariert, ist wieder rausgefahren und 3-4 Runden später gab es nochmal einen kleinen Kontakt mit der Wand. Jetzt hat er 3-4 Sekunden zu reparieren und den Schaden fährt aber weiter und gibt sich hier zwischenzeitlich so 2-3er-Zeiten. Na gut, ist im Verkehr, ist schwer. Ja. Dann müssen wir nochmal gucken, wie wir sprittechnisch dann aufgestellt sind. Na, unter Umständen können wir jetzt auch Map 1 fahren. Die ganze Zeit. Ich gehe ja mal stark davon aus, dass er nachgetankt hat, oder? Ja, ja. Oder bloß kompletten Service gemacht? Ja, Ölwechsel glaube ich nicht. Aber Wischwasser haben wir eben nachgeguckt und na gut, da bin ich wenigstens nicht der Einzige, der mal eingeplankt hat. Nee, statistisch gesehen liegt er noch gut dabei. Die Sie fährt hier gerade warm. Und wird das vermutlich nach seinem Stint hier gerade übernehmen. Hi Patrick! Wolltest du nicht fahren, Duki? Nach Zentren? Ja stimmt, jetzt könnte ich mich eigentlich auch warm fahren, ne? Ja, aber eben. Not- ich habe ja nur Notfall warm fahren gemacht quasi. Notdienst. Ja, was wollte ich? Dann, ich frage mal eben, wie viele Sprüche noch hat, wie viele Runden noch fahren will. Ja, oder ob er noch zwei, ob er 2 Stunden drin fahren will. Oder so, ja. Nee, es gab tatsächlich 5 Minuten Tarine heute bloß. Und hier China-Nudeln. Ah, ich frag ihn gleich, wenn er über dem Berg ist. Thorsten, Dankeschön, wenn du noch am Start bist. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich hab dich vorhin fälschlicherweise mit Tomjok verwechselt. Ja, Platz 6 ist immerhin immer noch das, was wir uns gesetzt haben an Ziel. Oh, dass das Kabel so kurz ist, das nervt mich ein bisschen. Warte mal, ich muss hier mal schnell umbauen. So, wie schaut's aus bei dir, Stefan? Alles gut? Soweit alles in Ordnung, würde ich mal sagen, ja. Wie lange fährst du noch? Beziehungsweise willst du hier nach einem Doppelzug machen, weil der erste war ja nichts dran. Ist die Frage halt jetzt, ne? Was meint ihr? Ach, übrigens, wir sind offen. Streamchat, ich werde jetzt gleich nochmal die Beschreibung aktualisieren. Es gibt tatsächlich ein Lifetiming. Wie viel hast du jetzt noch Rest für das haue ich euch jetzt gleich in die Beschreibung rein. 50 steht da. Wenn ich es denn dann jetzt gleich finde. Ja, also noch anderthalb Stints, alles klar. Also er würde auf jeden Fall hier nach noch einen fahren, wenn der jetzt reibungslos verläuft.
Der hat jetzt noch 56 Liter übrig, das heißt, anderthalb Stunden noch bis zum nächsten Fahrerwechsel. Wenn keiner was gegen hat. Na klar. Wenn er sich gefangen hat. Ich hab's gerade nicht im Blick, ich bin selber am Fahren. Ja, doch, sieht gut aus. Naja, denn. Ich bin unterwegs. Hat sie ein bisschen Pech mit Überrundungen. Just Racing, ganz ehrlich, noch keinen einzigen. Noch keine Zeit gehabt. Hi Dirk! Muss ich auf alle Fälle jetzt irgendwie mal die Tage machen, dass wir da mal was Schönes machen können, mein Guter. So. Okay. Also, geht. Läuft. Live-Timing ist jetzt in der Videobeschreibung, Stream-Chat. Könnt ihr euch jetzt geben. Ist wieder Pitwall. Dort könnt ihr alle Daten, die euch belieben, raussaugen. Ich will jetzt selber mal schnell gucken. So, dann gehen wir auch wieder ins Auto, Leute. Sorry, ich musste mich halt fix warm fahren. Ja, das werde ich gleich auf jeden Fall auch machen. Kein Meter gedüst heute. Das sollte sich ändern. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 15 Runden gemacht oder so. So, alles zwischen 2-3, 2-4. Sehr gut. Ja, Michel hat mich anderthalb Wochen getriezt. Das hat ganz schön viel gebracht. Ich hab mir nur gesagt, du sollst das Auto heile lassen. Siehst ja wozu. Naja. Du antwortest ja auch nicht, wenn man dich schreibt, weißt du? So, aber ich bin mal ganz kurz AFK. Meine Freundin ist da. Ich möchte mal Hallo sagen. Also ich bin jetzt mal schnell durchgegangen. Momentan hat unser Auto die drittschnellste Rennrunde. Nur der Honda und der Audi sind schneller. Armin, geht so. Also ich habe vorhin mal eingeplankt. Das hat ein bisschen Zeit gekostet, sehr viel sogar. Erstens den Fehler frei gefahren, aber im zweiten den dummen Fehler gemacht. Doch Stefan ist noch nicht richtig ins Auto reingekommen, hat auch mal zwei, dreimal die Wand berührt, aber alles nichts Wildes. Momentan Platz 6. Sieht ganz gut aus, dass wir unser gestecktes Ziel, die Top 10, eventuell erreichen. Aber man muss dazu sagen, wir haben noch fast 9 Stunden Fahrzeit. Also es sind gerade mal 3 Stunden und ein bisschen was Zerquetschtes rum. Also es wird auf alle Fälle noch ein haarsträubendes Rennen, nehme ich an. Spätestens wenn Duki im Auto sitzt. Absolut, absolut. Langsam, aber unkonstant. Der Start ging diesmal richtig gut von der Hand. Also, das ging ohne Kontakte sogar. Also, es ist selten, dass man mal so einen schönen Start hatte. Hat Stefan gerade einen kleinen Schlenkerlicht gehabt. Wir sind auch im Dunkeln gestartet. Da sind die Bremspunkte dann nicht ganz so gut ersichtlich, aber ganz vorne mit der Spitze konnten wir nicht mithalten. Wir müssen ja mit dem Benz Map 2 fahren, damit wir Sprit sparen. Temperaturen steigen jetzt auch langsam. Da kam vorhin so ein bisschen die Theorie im Chat, ob es nicht sinnvoller wäre, am Anfang Map 1 zu fahren. Am Anfang des Stints, weil die Reifen dann noch besser sind. Nee, du hast halt... Also ich habe es jetzt am Ende von meinem ersten Stint, jetzt beim zweiten kann ich es nicht beurteilen, aber am Ende von meinem ersten Stint konnte ich halt wieder 1er Zeiten fahren. Aufgrund dessen, dass das Auto halt so leicht war. Ja, genau. Das geht sich halt schon relativ gut aus mit den Reifen. Ich kann die Kurve nicht mehr voll fahren, warum auch immer.
Was halt interessant wäre, wenn ich jetzt mal... Ach nee, scheiße, die Reifen sehen wir halt nicht, ne? Mich würde mal gerne der Reifenverschleiß interessieren. Nee, sehen wir nicht. So, da bin ich wieder. Oh. Den siehst du auch generell nicht, den siehst du nur als... Wenn man vom Teufel spricht. Halt die Schnauze, ich hab dir schon 5 Minuten zugehört. Bei uns gibt's heute Salat mit Falafeln, ey. Ich hab richtig Bock drauf. Ach, die Falafeln, die du vorgestern gemacht hast? Nee, fertige. Ja, auf alle Fälle hatten wir schon ein paar richtig wilde Aktionen hier dabei. Gerade was die Überrundung angeht. Ja, die waren so ein bisschen auf Torpedo getrimmt, manche. Die sind dann halt in der Bremszone nochmal richtig angeschossen gekommen. Ich glaube, 2-3 Mal mussten wir die Lenkung aufmachen, oder wie war das? Ja, mit dem Audio auf jeden Fall. Weil das war schon ganz schön wild. Da ging's geradeaus durch. War mal 150 Meter den Bremshof verkackt. Aber an sich muss man halt wirklich sagen, allgemein... Der Überrundungsverkehr, der geht ganz gut von der Hand. Gibt zwar hier und da ein paar Spezialisten, aber das ist alles okay, denke ich. Ja, Michel ist so ein Spezialist. Also ich habe jetzt meine Reifendrücke auf 22 Grad ausgelegt. Ja, wenn er jetzt so noch ein Stint fährt, nach dem, ja, dann... Duki fährt ja auch den nächsten Stint noch. Genau. Ja, aber die Temperaturen steigen ja noch. Mein Bruder, wir sind ja schon bei 24 Grad. Aber hier halt wirklich... Aber hier halt 12 Stunden konstant ohne größeren... Schaden durchzukommen, ist schon schwer, finde ich. Falkenstein, ich fahre in circa 1 Stunde 20 Minuten, 1 Stunde Viertelstunde so ungefähr. 75 Minuten circa. Was mich ein bisschen wundert, da gab es doch noch einen Tauscher. Wo ist denn der? Der fährt wohl gar nicht mit. Der saß auf einem Audi. War sein Täuscher? Täuscher? Michael Tauscher hieß der. Aber ich finde den ja nirgendwo in der Liste. Ist der Chat kaputt auf Twitch, Leute? Hallo? Oder ist einfach gerade ruhig? Bei mir ist auch gerade ruhig. Nee, geht noch. Okay, gut. Ihr wart einfach nur ruhig. Alles klar. Sehr gut. Ich liebe das Geräusch, wenn du die Schnauzen hältst. Wenn ich die Schnauze halte? Schnauzen! Nicht Schnauze, das du musst ist ein böses jetzt, du Wort. Musst jetzt nicht verniedlichen. Du kannst ruhig das einfach mal sagen, halt die Schnauze. Aber dann sag ich... Halt nee, du die Schnauze. Nee, mach ich nicht. Selber. Nee, selber würde ich nicht sagen. So ein arrogantes Schwein bin ich nicht wie du. Ist Mavix schon wieder da? Hier hab wird halt jeder durch den Kakao Minuten gezogen. Ist mein Chat eigentlich noch ganz frei? Ruhe. Was? Was hast du gesagt? Noch 22 Minuten auf der Uhr wegen den Reifendrücken, das meiner testen könnte eventuell. Meinst du, dass wir unsere Reifen... Also brauchst du mehr Reifen? Wie meinst du mehr Reifen? Also sollen wir deine Reifendrücke checken? Ja, bitte. Für den nächsten Stint dann halt, ne? Wie sollen wir denn das machen? Wir sollen seine Reifendrücke checken. Hä? Das können wir nicht machen. Warte mal kurz. Ja, ich erkläre das gleich. Nee, geht ja gar nicht. Das tut ja nicht. Wir fragen einfach mal nach, wenn er auch geraten ist. Wir brauchen wahrscheinlich seine Drücke. Ja. Hat die noch jemand im Kopf, was wir dem da gegeben haben? Absolut nicht, nein. Ja, also nochmal, Xentrin. Ja. Deine Moment, Reifendrücke, sind die jetzt zu niedrig oder okay? Ich check das nochmal, warte. Ich weiß, was er will. 0,1 zu hoch. 0,1 zu hoch, ja. Und hinten würde ich 0,1 draufpacken, überall. Ja, weil die Temperaturen 2 Grad gestiegen sind. Dann die Temperaturen sind halt gestiegen. Hast du deine Reifendrücke irgendwo hinterlassen für uns? Nein, ich hab die aber jetzt. Bild. Moment.
Habe ich aber nicht geschickt, warte mal. Warte, schreib das mal eben in die Gruppe. Wir checken das gegen, alles gut. Mach dir mal keinen Kopf. Okay. Der Kfz-Mechaniker guckt schon. Wunderbar, danke. Servicetechniker. Jetzt sind ja auch alle Schilder weg, nice. Jetzt schreib's doch in die scheiß Gruppe rein, ich will endlich meinen Porsche. Warte doch mal. Beruhige dich. Geht nicht alles so schnell. Ja, dann mache ich jetzt erstmal zur Sicherheit meine Drücke rein hier. Das ist unnütz. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, aber vorne 26.6 oder 26.0 hatte. Das sehe ich nämlich nicht, weil meine Wheelcam da davor ist. Deine das Drücke sind nachherzrelevant, wenn du ins Auto gehst. Ja, ich schreibe sie aber in die Gruppe, falls wir sie nochmal brauchen. Verstehst du? Damit nein. Alter Michel. Ja, das macht halt wahrscheinlich nicht unter 22 Grad Bedingungen im Krieg werden. Nee, ich weiß. Alter Verwalter, aber damit wir nicht so einen Scheiß haben wie jetzt mit Xentrin. Ja, du hast aber nachher eh andere Drücke, mein Guter. Es geht aber jetzt nur darum, dass wir Xentrin die Drücke nennen, die er gerade. Ach, leck mich doch mal am Arsch, ihr Blödmänner. Und er macht, dann machen wir die Feinjustierung noch dabei. Ja, richtig, genau. Deswegen, und dafür. Was hat denn die andere Seite? Was hat er hinten links, wenn du hinten vorne links siehst? Warte. Der Unterschied von 07 ist ja schon krass. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine 26.0 oder eine 26.6 ist. Das ist jetzt gerade mein Problem. Vorne links. Ja, und was ist hinten links? Ja, hinten links ist 26.3. Okay, ist natürlich genau eine Mitte. Gecko, moin, ich grüße dich. Hast du die schon angepasst, die Drücke? Warte mal, ich kann auch ganz einfach mal gucken, was ich für Drücke hatte. Der hatte bloß ein bisschen niedrigere Drücke als ich. Sehen, ob ich das jetzt sehe. Streamchat, ihr habt das nicht mitbekommen, was wir vor uns eingestellt haben, oder? Ich habe kein Wort also, bei mir. Vorne links 26,5 bei 22 Grad. 26,5, also es ist bei ihm bei 26,6, Dave. Obwohl, nee. Warte mal. Du machst die höher, weil der Reifen nicht so warm werden soll durch die höhere Schritttemperatur. Also man konnte die Drücke hören, weil er die durchgegeben hat, akustisch, ne? Also Flo hat 26,6 gerade geschrieben. Okay. Flo wird damit wahrscheinlich auch recht haben. Ja, Patrick schreibt es auch gerade und Sitzenbleiber. Okay. Also ich komme jetzt mal schnell ins CS, dann übermittle ich ihm das mal. Willst du das wirklich machen? Meinst du, deine Stimme ist so lieblich? Hallo, Stefan. Moin. Warte, also sag mal, wenn ich bist ja gleich auf der Geraden, dann gebe ich dir so schnell durch. Jo. Du bist jetzt zu hoch. Vorne. Wobei jetzt komischerweise vorne 27.1 auf einmal steht. What the fuck? Michel ist so ein richtiges Aas, ey. Ja, du bist wahrscheinlich jetzt langsamer die Runde gewesen. Michel ist so ein richtiges Aas, Alter. Der quatscht nicht einfach oben auf den Berg. Guck mal, das hat er letztens bei mir auch gemacht. Ich drücke nochmal an und dann sehen wir weiter. Jo. Der hat mich letztens. Michel, du bist so ein Arschloch, Alter. Du quatscht ihn halt mitten auf den Berg, quatscht ihn halt an, weißt du? Es ist nicht jeder so wie du, Michel. Alles gut, Mann. Ja, also ich erzähle dir jetzt nochmal eine romantische Geschichte, währenddessen du da in den Dip reinfährst. Also weißt du, ich und Duki, wir haben so eine lange Vergangenheit. Wir waren da mal bei Kentucky Fried Chicken essen. Und dann? Ist das so Nummer 1 Audi für uns? Ja. Ah, Bernie ist am Start. Ich hatte schon beim Boxenausfahren habe ich gedacht, oh, jetzt kommt Gottwald, aber war nicht. Scheint wohl alle so komisch aus der Box zu fahren. Spaß. Geiler Spaß, ne? Die
Die sind aber echt schnell, die Jungs. Mein lieber Mann. Ja, ja. Fährst du dich eigentlich schon warm, Duki? Nee. Wenn er in die Box fährt, fange ich damit an. Alles klar. Nee, Siri, ist gut, danke. Nee, danke. Ist okay. Ich rede mit Duki, nicht mit dir. Klingt zwar ähnlich, aber... Ich glaube, René ist gerade kurz eingeblankt. Oder habe ich mich da verguckt? War auf jeden Fall Unruhe im Auto, ja. Das habe ich nicht genau gesehen. Oha! Durchfahrtsstrafe wegen Ignorieren der Zinsfahrzeit. Oh, das habe ich auch noch nie gesehen. Solange das hinter uns ist, ist es auch relevant. Ja, es geht darum, ja. Ich habe es noch nie gesehen, dass es passiert ist. Das wollte ich damit sagen. Das Auto 222, die sind nämlich vor uns. Hast du die Drücke noch von vorhin im Kopf, die ich dir durchgegeben habe? Ja, ist alles da. Okay, alles da. Alles da. Genau, Flo. Also P4 hat auf jeden Fall auch eine Drive-Thru. Das ist schon mal gut für uns. Wow. Man könnte sagen, es läuft nach Plan. Ja, nach Plan B. Aber es läuft nach Plan. Na, besser Plan B als gar kein Plan. Das ist natürlich korrekt. Wie sehen deine Reifenluftdrücke jetzt aus? Vorne links 28. Ja. Vorne rechts 27,7. Ja. Hinten ja. Links 27,6. Hinten ja. Rechts 27,4. Gut, okay. Oha! Der vierte hat wohl Escape gemacht. Boah! Wurde gerade geschrieben. Was war jetzt? Aber ein DQ oder nicht? Weiß ich nicht. Na, cool, gut. Von der Box. Ja, wir sind jetzt vier. Haben wir nicht vorher Fünfter? Ja, richtig. Platz 4 ist gerade in die Box gegangen. Ja. Mit der Drive-Thru-Strafe. Moment oder so. Escape ist, also da muss ich ganz ehrlich mal kurz eine Bildungslücke äußern. Escape darfst du eigentlich nicht nutzen. Korrekt. Und wie es geahndet wird, das entscheidet die Rego. Also normalerweise PSQ. Hab noch 12 Minuten. Aber ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich brauch dann nochmal hier nochmal deine Luftdrücke, gell? Versuch das mal ein bisschen zu vermitteln. Vermitteln? Was willst du denn da vermitteln? Zwischen den Zahlen oder was? Ja, lass mich mal machen, Dizzy. Ich muss ihn muten. Halten Sie mal bitte kurz den Mund! Mann, ich mach doch bloß Spaß, du Pfeife, dass das ein bisschen interessant ist für die Zuschauer. Wer will denn hier so ein High-Quality-Scheiß sehen? Er muss Mathe aus der 5. Klasse machen, wie sie vorne links, 27,9, 28, sorry, 28. Vorne rechts, warte. Okay, Schlappen. Entschuldigung. Oh. 27,7 vorne rechts. Kleiner Mädel. 27,6. Und hinten rechts, 27,4. 27,6, 27,4. Afro, Verzeihung. Natürlich für dich machen wir dann auch High Quality. Escape bedeutet, dass du Escape drückst und dann hier zurück in die Boxengasse gehst, quasi dich rein teleportierst. Das ist verboten. Kein Problem. Oh, ich muss mich jetzt nächste Runde nochmal muten. Das ist doof. Ich krieg die Zahlen nicht auf der Reihe. Habe ich dich verwirrt? Ja. Mit meiner schönen Radiostimme? Ich merke, wie es so richtig. Danke an euch alle für euren Support. Und nee, es ist alles gut. In diesem Sinne sage ich bin bloß gerade ein bisschen gestresst, weil Stefan halt jetzt die Luftdrücke richtig machen will. Ich meine erotisch knistern. Ne? Ach so, okay, nice. Mute, Dankeschön für 9 Monate. Willkommen zurück. Ah, was?
habe übrigens seit Wochen. So, Luftdrücke jetzt nochmal. Sorry, dass das jetzt so durcheinander ist. 27,9 links vorne. Ja. 27,8 vorne rechts. Ja. 27 links hinten. Links. 27,6, sorry. 27,6 hinten links, ja. Und 27,5 hinten rechts. 27,5, okay. Twitch Prime ist. Sag mal, Stuhls, hast du da so ein Tatchel-Mod-Emote hinzugefügt bei Better Twitch nochmal? Eieieiei, da freuen die Mods sich aber. Bosa, okay. Dankeschön für den dritten Monat. Willkommen zurück, vielen Dank. Vielen Dank für eure ganzen Tabs, Leute. Also es wird jetzt nächstes tendenziell ein bisschen wärmer, nehme ich an. Ja. Ich gebe dir aber trotzdem die Reifenluftdrücke, die ich jetzt errechnet habe. Okay. Vorne hast du immer zu viel. Da machst du 26,4, vorne links. Moment. Ja. 25,9 vorne rechts. Den lassen wir so. Und jetzt warten wir bis zur nächsten Gerade. Ja, okay. Hochprofessionell hier. So sieht's aus. Finde ich gut irgendwie. Ja, ach du. Anders ärgert man sich sonst nur. Das ist eigentlich eine gute Taktik, sich mit ähnlichen Bedingungen einzuschießen, von da ausgehend seine eigenen Reifendrücke zu haben und die man dann gerade für so einen Zwischenboxenstopp, nachdem auch ein Team folgt, anpassen kann. Macht Sinn, macht Sinn. Ja, irgendwie hatte P3, glaube ich, gerade im Honda Nummer 76 eine 10 Sekunden Stop and Go. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die abgeleistet haben oder ob die von der Rennkommission aufgehoben wurde. Ja, haben sie ihre. Weiß ich auch nicht. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also falls irgendwie eine ungerechte Strafe auftaucht, auf welchen Grund auch immer, hat hinten die links Rennleitung 26,5. Ja. Und hinten rechts 25,9. Okay, ich hab dir jetzt hinten ein bisschen mehr Druck gegeben, ja? Alles klar, danke. Gut, geht klar. Oh, Michael, so, ich bin wieder da. So einfühlsam hast du das gemacht, Michael. Also ich wirklich. Du hast dich endlich mal um deine. Du hast dich endlich mal um deine Mitfahrer gekümmert, weißt du? Nicht so wie mit deinen Setups. Ich bin von hinten erhöht. Sanft zugedeckt. Einfach klasse, wie der Michel das gemacht hat. Vorne, ich grüße dich übrigens. So. Hier mal was Süßes auf dem Stream-Chat. Ja. Wie sind wir denn jetzt eigentlich insgesamt aufgestellt? Platz 4. Das ist aber jetzt nicht Boxenplatz bereinigt, ne? Boxenstopp bereinigt. Wie viel Sprit hat denn der jetzt noch? Das wird nicht mehr viel sein. 10 Minuten oder so? Ist bald reinfahren. Wie viele Runden? 5 maximal noch, aber glaube ich, schaffe ich gar nicht von der Zeit her. Ich habe jetzt noch 7 Minuten. Alles klar. Fährst jetzt die noch und dann noch 2. Okay. Das Problem ist. Nee, das ist kein Problem. Ja. Okay, wir sind genau im Fenster, das passt. Das passt. Michael, hast du eigentlich Simracing studiert? Warum? Weiß nicht, hört sich so an. Nee, wir müssen ja ein bisschen gucken, dass wir mit den Boxenstops hinkommen. Ja. Also es darf dann erstmal nichts passieren mehr, ne? Also zwischenzeitlich nochmal ein Boxenstopp wäre dumm. Das haut dann hinten raus genau hin, dass wir keinen zusätzlichen Stopp machen müssen. Mhm. Kann sein, dass der letzte Stopp ein bisschen kürzer wird. Das ist meine Buttonbox. Cetuyo. Damit kann ich mein Auto anmachen, also Anlasser und ausmachen. Licht, Scheibenwischer. Mein Auto ein bisschen einstellen und Teamspeak und Discord muten. Was der Dizzy alles hat. Aber da kommt die zweite noch. Papa Michel hat da mal was vermittelt. Hier links kommt auch noch eine hin. Weil ich habe ja noch ein Streamdeck auf der linken Seite.
Nee, dauert aber noch ein, zwei Tage Streamchat. Ja, ist aber nicht schlimm. wie lange fahrt ihr schon so als Team zusammen? Das ist das erste Mal, dass wir so zusammenfahren. Fährst du Map 1, Stefan? Nee. Kannst du machen. Wenn du genug Sprit hast, Map 1 rein. Auf geht's. Mach ich sofort. Nee, deshalb muss er nicht unbedingt. Also wir fahren in der Konstellation das allererste Mal zusammen. Ich bin mit Duki und Michel mal mit Ray zusammen den 24-Stunden-Rennen gefahren in Daytona. Und seitdem haben wir uns kennengelernt und ich habe jetzt gefragt, ob Duki und Michel Bock haben auf das 12-Stunden-Rennen, weil Pete und Reini keine Zeit hatten. Die fahren in ein anderes Rennen und müssen sich vorbereiten. Und dann haben die beiden gesagt, jo, geht ab. Und Zentren ist halt von Getpol noch mit dazugekommen. Und so ist dann halt die Teamkonstellation zustande gekommen. Wie lange hast du jetzt noch? 4 Minuten. Genau, exakt 4 Minuten. Gut, also wirst du bloß noch eine Runde fahren. Eine Runde, danach fahr ich schon rein, ja. Genau, du fährst dann rein. Und dann fährst du deinen Stint 7 Runden mit Map 2 und den Rest kannst du mit Map 1 fahren. Okay. So. 25 Runden Map 1? Ja. Dass er auf 30 Runden kommt. Ach so. Taschenrechner schon rausgeholt? Nein, das habe ich jetzt grob überschlagen. Pass auf, wir haben halt, wenn er jetzt in die Box kommt, haben wir noch 18 Minuten über. Im Regelfall fahren wir ja immer 4 Minuten, beziehungsweise 4 Minuten länger in einem Stint. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ziehst du dann halt von den 18 ab. Ja, das ist ein bisschen sportlich, das jetzt irgendwie 8 Stunden Verschlussstand zu machen. Nee, alles gut. Ich will bloß, dass Xandrin nochmal richtig pusht, ja, bevor ihr dann ins Auto steigt. Ich steig erstmal kurz ins Badezimmer und dann wird sich gleich warm gefahren. Bis gleich. Ja, du hast noch eine Stunde Zeit, beruhig dich. Ja, trotzdem, ich brauche auch glaube ich ein bisschen. Mein erstes Racing-Event, was ich hier gucke, aber es macht echt Spaß. Partner, das geht sehr vielen Menschen so. Du musst gucken, dass bei deinem Boxenstopp der Reifen weiß ist. Ja, ist er. Gut. Nicht, dass du alter Schlappen drauf machst. Nee, ist alles gut. Na, Shanuson, du kannst ja immer nur die aktuelle Situation planen. Das ist ja das Geile an 12-Stunden-Rennen. Guck mal, wenn du eine Stunde, sagen wir mal, du fährst eine Stunde Sprintrennen, weswegen ich Stunde Sprintrennen übrigens ich nicht mag. Sagen wir mal, du fährst eine Stunde Sprintrennen, fährst du schön durch, ist alles geil. Dann hast du dein Rennen absolviert, crashte und dann war's das. Bei 12 Stunden musst du halt wirklich super, super viel taktieren. Und so die letzten anderthalb Stunden, da geht dann richtig die Post ab. Also Leute denken halt immer, boah, 12 Stunden, pff, das ist ja richtig öde. Da geht ja gar nichts, die fahren ja nur im Kreis. Aber wie ihr gerade hört, passiert halt nebenbei ultra viel. Also sei es Reifendrücke, sei es, wenn jetzt ein Crash dazwischen kommt, sei es, es fühlt sich irgendwie... Ersten 2 Runden würde ich schon mit Map 2 fahren, weil die Reifen noch nicht da sind. Ja, dann musst du das einteilen. Also du musst versuchen, entweder 30 oder 31 Runden zu kommen. 31 wäre optimal. Ja, das heißt, du musst dann in der 136. oder 37. Runde rein. Alles klar. Und also du planst halt Sprit, dass du auf die Länge gesehen die Stops alle vernünftig machst. Also du kannst jederzeit reinfahren und wechseln, aber du versuchst halt das, was Michel gerade macht, das meiste aus dem Sprit rauszuholen und das meiste aus dem Auto rauszuholen.
damit das halt an die anderen immer vernünftig anknüpft. Und das ist halt sehr geil. Das wird bei 24-Stunden-Rennen ist das genau das, ist das halt genau dasselbe. Ja, beim 24er wird sogar noch mehr taktiert. Weil da kommt ja dann die lange Nacht immer noch dazu und wie die Fahrer sich fühlen und wie das mit dem Schlafen aussieht und. Nur, dass wir jetzt halt im Gegensatz zum realen Leben die Möglichkeit haben, uns einzufahren und das einfach so zu machen. Ne? Also zu sagen, ey, okay, pass auf, Dugi fährt als nächstes, Strecke ist gerade 24 Grad, Dugi kann sich auf 24 Grad einfahren, weil das echt eine große Rolle spielt mit den Reifen. Also so hat halt jeder die Möglichkeit, vernünftig seine, ja, sag ich mal, seine Reifenbrücke zu finden, die gar nicht mal so unwichtig sind. Ich meine, ich muss aber auch dazu sagen, dass Michel, also jetzt Michel die Komponente in dem Team ist, der das nochmal auf das nächste Level hebt. Also wir machen das bei uns, wenn wir mit Gepol fahren, nicht so extrem. Also bei uns ist das alles so Pi mal Öre. Da rechnet keiner Reifendrücke gegen. Da wird Sprit nicht ausgerechnet, da wird die Hütte voll gemacht und dann wird wieder rausgefahren. Das hier ist aber auch sehr, sehr gut. Also man sieht ja auch das Ergebnis der ganzen Sache, dass wir auch weiter vorne fahren, als wir normalerweise fahren. Was nicht heißt, dass Gepol schlechte Fahrer hat. Ne? Also das will ich damit überhaupt gar nicht sagen. Also Reini und Piet sind großartige Fahrer. Nur da machen wir es halt nicht ganz so extrem wie hier, sage ich mal. Aber ich denke mal, das wird man sich auch übernehmen. Moment, Leute. Aus. Oh. Ja. Rudetzky, Junge, jetzt gibt's aber mal richtig leckeres Essen hier. Uff, ich mache euch kurz mal neidisch, ja? So sieht übrigens ein leckerer Salat aus. Toll, Michel, wenn ich die ganze Zeit dazwischen gequatscht habe. Nee, alles gut. Versuch als Target-Zeit mal bitte 2.0, 2.9, also so hohe Zweierzeiten zu fahren. Versuch ich. Aber überfahr das Auto nicht. Also wenn es geht, dann nicht, ne? Ich fahre seit letztes Jahr mehr als Mavics. Ungefähr. Ich liebe Falafeln, by the way. Das ist der neue AMG, ja. Uff, hat meine Freundin einen leckeren Salat gemacht, du. Alter Verwalter. Also ich fahre noch nicht so lange. Dafür aber schon recht gut. Lob geht raus. Nehme ich an, danke. Du fährst auch nicht schlecht. Danke, nehme ich auch an. Ja, ich habe Xendrin jetzt mal, beziehungsweise Stefan mal, Targetzeit gesetzt von hohen Zweierzeiten. Was wir auf dem Vordermann ein bisschen aufschließen können. Das wäre der Bentley. Kannst du bei Dugi nachher auch machen, die schafft er bestimmt. Momentan sind sie alle relativ schnell im vorderen Feld. Bis auf die ersten beiden, also bis der Audi und der Ferrari. Danach fahren die alle zwei an niedrige Zeiten. Beziehungsweise Mittel. René fährt im Schnitt 3,5er Zeiten. Dann kommt der Ferrari mit 3,2er Zeiten. Also wie gesagt, Streamchat, in der Videobeschreibung habe ich euch das Live-Timing verlinkt, Pitwall. Dort könnt ihr die ganzen Zeiten ein bisschen nachverfolgen. Niemand ist gemein zu Dugi, Patrick. Hi Zaubererde. Wir lieben Dugi.
Wir lieben uns alle, wir necken uns einfach nur ein bisschen. Das spawnen ja, uns man kommt halt. Man kommt halt mit den Leuten klar, ne? Streamchat. So, da gucken wir mal, was Stefan jetzt gleich aus dem Auto rauszaubert. Hada. Nicht schlimm. Jetzt ist frei. Alles gut, ist nicht schlimm. Die erste Runde Reifen waren. Alles gut. Lass dich nicht ärgern. War einfach ganz geschmeidig. Ich hätte nicht fahren sollen heute. Alles gut, Xentrin. Wir kriegen das schon hin. Ja, ich hab auf jeden Fall Bremsplatten. Ja, zumindest halt ganz schön abgenagt, ne? Ja. Mein Lenkrad zappelt hier rum, ey. Das ist alles gut, das geht nach ein, zwei Runden geht das weg. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Nimm das. Hast du viel Schaden? Gar nichts, glaube ich. Wir gucken gleich. Alles gut. Eine Sekunde. Ja, alles. Eine Sekunde, gut. Alles klar. Ohne Richten weiterfahren. Alles gut. Tut mir leid, Jungs. Alles gut. Nein, alles gut. Alles gut. Atme durch, Zentren. Sammel dich nochmal. Und den Rest machen wir dann schon. Alles gut. Also wie gesagt, fahr bitte so, dass es geht. Wenn du schneller kannst, dann mach aber nicht überfahren das Auto. Dann passt das. Ja, ich hab eben den Körper in der Mitte erwischt. Ja, ja, ich hab's gesehen. Dumm. Mieser Körper. Gut, wir lassen dich wieder in Ruhe. Ja, nützt ja nichts. Das ist halt unangenehme Nacht gewesen, ne? Ja. Das muss man jetzt noch dazu sagen, der Stefan hat eine relativ lange Nacht gehabt. Da sind privat ein paar Dinge vorgefallen, die nicht hätten sein müssen, sage ich jetzt mal. Und da ist es zu entschuldigen, dass er da jetzt vielleicht nicht ganz so auf der Höhe ist. Ja. Aber der macht das schon. Das kriegen wir schon hin. Ich fühle mich richtig ja, gut heute. Das Problem ist halt, dass jetzt der Schock halt ein bisschen tief sitzt, ne? Ja, müssen wir ihm halt wieder nehmen. Ja. Pass auf, ich kenne das. Auweia. Uff. Ich kenne das halt von Spa, wo wir damals dieses Endurance-Rennen in Spa gefahren sind. Da sind wir halt mit Bentley Radior abgeflogen. Denkst du, ich habe mich getraut, da noch mit Vollgas durchzufahren? Das war richtig wild an der Stelle dann. Hast du dort hinten schon wieder gekracht? Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Nee, hat gerammelt. Da hat es da gerade nochmal richtig geschallert dort hinten. Ja. Übrigens der Salat, weil das jetzt gerade gefragt wurde, ist komplett selber gemacht. Meine Freundin alles selbst gemacht heute. Also ist komplett frisch. Hm. Nee, die Falafel nicht. Guten Appetit. Du kannst die Reifen aber wieder gerade fahren. Ja, das kommt mit der Zeit. Wir gucken uns das mal eben im Replay an, was dort hinten gerade passiert ist. Das wäre schon interessant. Und bloß mal den Audi suchen. Der hier war das, ne? Eieieiei. Wie wir uns dieses Rennen vorbereitet haben, der Vater, wir sind, ich weiß nicht, ich glaube, Duki ist nicht ganz so viel gefahren, oder? Weil 4 Stunden, glaube ich. Ja, also Duki 4 Stunden trainiert, Michel hat auch Setup gebaut, also hat sich auch sehr gut vorbereitet, Xentrin hat auch sehr viel trainiert. Naja.
Und wir haben nochmal zwei oder drei Trainingsabende gemeinsam gemacht. Also jetzt ohne Eieieiei. Ah, sorry, dass ich dir jetzt reingefunkt habe. Der Audi in der Bentley-Kurve, ja. Der jetzt so knapp hier bei Xentren dort, wo es dann im Hintergrund geschallert hat. Ja. Der wurde im Dipper, wurde der hinten angeschoben, in die Wand reingehauen. Dann war das Auto so kaputt, dass er das auf der Geraden verloren hat, also Richtung zweite Schikane. Und dort hat er dann noch ein Aston mit dem Tod gerissen. Eieieiei. Bitter. Sehr, sehr bitter für ihn. Ich will das bloß nochmal im Dipper sehen, was da passiert ist. Klette macht das schon, Leute. Also ich zieh meinen Hut ohne Scheiß. Ich zieh meinen Hut, dass er heute überhaupt fährt. Ich glaube, viele wären nicht gefahren. Lass mal gleich mal gucken, welcher Mercedes das war. Der hier, ne? Die 222. Auf welchem Platz ist denn die 222? 15. Ja, die hat den Audi mit dem Tod gerissen. Deswegen gab es dann diese Unfälle. Gucken uns das jetzt gleich schon mal aus der Essenssicht an. Aber er hat keinen Schaden davon getragen. Alter, hat er einfach mal in 360 mitten auf der Geraden gemacht. Oh, geil. Das so, zurück. Wir sind wieder live. Das eben oben war der Dipper. Also wo du so links nach unten dippst. Genau, also wo du diesen steilen Berg nach unten fährst. Achtung, vor dir ist der Mercedes. Der ist echt wild. Pass auf, was der macht. Okay. Der fährt nicht in die Box. Ey, der hat eine kaputte Motorhaube und der fährt nicht in die Box. Was zur Hölle? So, ich gehe mal vom Server und werde mich ein bisschen warm fahren. Schön. Mach das doch eben. Das. Ah, so, der Link. Oh, danke. Ja. Zentren, der streamt nicht. Genauso sieht's aus, Sebastian. Sehe ich genauso. Ja, das Rig von Xentren ist aufgebaut. Da gab es bei Twitter auch mal ein Foto dazu. Dankeschön übrigens an alle nochmal, die da fleißig mit reingebuddert haben. Koseba ist nicht mal da. Der hat das sogar angezettelt, da wollte ich gerade sagen. Ja. Schöne Grüße. Ich glaube, Koseba ist iRacing verfallen. Habe ich am Heck irgendwie Schaden oder so? Kann ich dir nicht sagen. Also rein optisch zu sehen ist nichts. Kleine Zwischeninfo für dich. Ja. Dann stell die TC noch ein Stück hoch. Kleine Zwischeninfo für dich. Vor dir, die fahren einmal 3.8 und einmal 5.1 letzte Runde. Okay. Nee, Moritz, der Xentren streamt nicht. 66 ist disqualifiziert worden. Ich weiß nicht, wer mit 66 war. Können wir das rausfinden?
Der Reifen ruckelt immer noch rum. Ich spüre ich immer noch in den Kurven. Ist es ganz schlimm oder aushaltbar? Es geht noch. Ja, das geht. Okay. Das geht weg mit der Zeit. Habe ich bis jetzt in jedem 12er gehabt. Okay. Gewöhnt man sich dran. Circa 16 Sekunden bis Platz 8. Hast du gerade einen fahren lassen? Weißt du mich? Wer von euch hat gerade einen abgeschmettert? Keiner. Klar, Duki die Sau. Nein. Aber du hast den Sound auch gehört. Du hast das auch gehört, oder? Mhm. Ja. Michel, du Schwein, ey. Nein, Mann, ich hab nicht gepupst. Chat, habt ihr das auch gehört? Ihr habt das auch gehört. Ich fahr's 100 pro nicht. Ist klar. Du hast ja High Equipment Richtmikrofon, verstehst du? Ja, richtig. Das reagiert nur auf meinen Mund, glaub mir. In vielen, also in all den Jahren, die ich gestreamt habe, ich kann so viel furzen, wie ich will, das hört man nicht. Monte hat sich reingeschlichen. Ich war das nicht. Ich hab nicht gefurzt, Leute. Ihr könnt meinen Furzen nicht hören, 100 pro nicht. Ja, wenn Stuki nicht war, dann war es wohl Michel. Nee, ich war es auch nicht. Ohne Mist jetzt. Ja, Patrick, damit hat er wahrscheinlich auch recht. Kann so sein, dass es, aber das fährt sich dann trotzdem irgendwann so wenigstens ein kleines bisschen wieder ab. Ich denke mal, komplett wegbekommen wirst du es nicht. Oh oh. Oh, nice. Ja, das ist das, was ich sagte. Der Mercedes ist wild. Der hat halt vor uns auch den Audi getötet auf dem Berg. Der sieht auch wild an der Schnauze aus. Naja, der hat schon ordentlich gelitten. Ich habe in meiner Streamkarriere, möchte ich extra nochmal sagen, zweimal vor der Kamera gefurzt. Das war beides nicht meine Technik. Einmal im Wohnmobil und einmal bei Stay und dem Tisch. Und bei beiden Malen konnte ich nichts dafür. Den Wohnmobilfurz habe ich tatsächlich gesehen. Ja, der war live, aber als Highlight. Der war ungünstig. Den hat man sogar gesehen. Eieieiei. Die hat man beide gesehen und bei beiden Clips. Ich glaube, ich meine eher, wenn man das Video muten würde, hätte man den Clip trotzdem gesehen. Genau so meine ich das. Ja, jetzt hat er gezündet. Und am Tisch, ich war damals bei Stay. Und habe sein Setup neu verkabelt. Und ich war so im Gedanken und habe mich gerade unterm Tisch nach ein bisschen weiter unter den Tisch gezogen. Und habe aber in dem Moment keine Kontrolle über meinen Schließmuskel gehabt, weil untenrum war alles lose, damit ich mich halt ziehen kann. Und dann flutscht mir halt was raus. Also. Huch! Oh, wilde Situation hier gerade. Ja, aber ist okay. Ah, gleich nochmal gegen die Wand. Für den Honda. Ja, ich glaube, wir können langsam auf Map 1 wechseln, oder? Ach so, warte mal. Bitte Map 1 aktivieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Jetzt hat der Reifen schon wieder blockiert, jetzt ist wieder stärker geworden, scheiße. Map 1? Mach ich. Ja, Stay, seine Reaktion war ein entsetztes Gesicht. Er hat sich ein bisschen erschrocken. Damit, er hatte gerade in den Chat geguckt und mit Chat gesprochen und dann hat er hat es halt nur gehört, nicht gesehen. Wie sieht dein Reifenrubbeln aus? Ja, ist schlimmer geworden. Schlimmer geworden ja, sogar. Durch den eben nochmal da, wo er gestanden hat, musste ich eben auch nochmal auf die Eisen gehen, volle Kanne. Hm. Mal gucken, aber geht noch. Also wenn es gar nicht mehr geht, musst du dann nochmal Bescheid sagen, ja. Aber bevor die Rundenzeit näher ist es in Ordnung. Passt noch. Okay. Du holst auf Platz 8 auf. Okay. Platzierung ist nur abhängig von der gefahrenen Zeit. Nee. Bitte? Alles gut, schon gut. Die gefahrenen Runden in der 12-Stunden-Zeit. Also wir fahren 12 Stunden und wer am meisten Runden fährt, hat quasi gewonnen. Wenn die Rundenanzahl gleich ist, ist halt der Abstand entscheidend, ne? Genau.
Schieß los, Magnum. Das sollte bestimmt heißen, du hast eine Frage. Michelle, ich habe eine Frage. Hast du dich gerade selber Michelle genannt? Naja, ich habe bloß diesen Satz zitiert, Mann. Hast du dich gerade selber Michelle genannt, Magga? Oh, nochmal. Ich habe nur den Satz zitiert, den er geschrieben hat. Du gehst auch gehört. Ja, nur, wenn der Schreibende Michel mit 2 L geschrieben hat und einem E noch dahinter, dann passt das. Oh, okay. Es heißt ja auch Michel. Nicht Michel oder so. Eigentlich heißt er Michel. Salomoni, Zentren hat heute nicht so einen guten Tag. Der hatte privat eine sehr, sehr lange Nacht und auch eine relativ unangenehme Nacht heute. Aber er wollte nicht aufs Fahren verzichten. Weil er halt ein richtiger Teamkollege ist und hat so ein bisschen seine Schwierigkeiten heute. Also er kann nicht so volles Potenzial ausschöpfen. Jetzt ein Boxenstopp zu viel gemacht. Vorhin ist er nochmal leicht, hat er sich gedreht und hat kommt nicht so gut rein. Deswegen sind wir ein bisschen zurückgefallen. Aber das ist okay. Also Top 10 wollten wir fahren. Wir sind noch in den Top 10. Wenn Duki und ich das noch einigermaßen über die Bühne kriegen heute, wir zwei Hübschen, an uns hängt das, glaube ich, so ein bisschen, dann sollte das eigentlich gehen. Ah, sehr geil, Kreff. Danke, Kreff, dass du 100 Stück gekauft hast. Übrigens, Top-Screenshot heute in Dings. Ich habe den erst nicht verstanden und dann habe ich das realisiert und musste sehr laut lachen. Da muss ich die Kohlen aus dem Feuer holen. Also ich möchte sagen, Salle, ich glaube, ich bin sehr gut vorbereitet. Und ich glaube auch, dass die Rundenzeiten sehr okay sind, finde ich. Nee, Alugust, ich fahre als Letzter. Also, jetzt hier nach fährt Duki, glaube ich, einen Doppelstint. Ja, also, wenn alles klappt. Doppelstint, Fragezeichen. Kann sein, dass er auch nur einen Stint fährt. Dann fahre ich und dann die anderen alle nochmal. Kräft, das war super. Ich habe sehr gut gelacht. Wie viel Stint-Zeit hast du noch? Warte. 46 Minuten. Oh, snap, Salle. 8. Gut, das passt. Ja. Gut, dann fahr erstmal so weiter. Wie viel Sprit hast du noch? 80 Liter, genau. Bitte. Matthias, ich grüße dich übrigens. Moin. So, Leute, ich muss mal ganz kurz Pipi machen und meinen Müll wegbringen. Ich bin gleich wieder da. Lasst euch kurz mal einen Moment alleine. Fahr dann wieder Map 2. Jo, mach ich sofort auf der Geraden dann.
So, ich habe den Chat übrigens aus, wenn ich mich hier warm fahre. Nur falls ihr euch wundert, warum ich euch ignoriere. Ich habe gerade voll den Diss gekriegt hier gerade von meiner Freundin. Von wem? Von meiner Freundin. Ja. Warum? Ja, weil die abgepackten Falafeln besser geschmeckt haben als die, die ich gemacht habe. Tja. Habe ich ihr gleich mal gesagt, gut, dann mache ich nächste Woche für mich alleine. Sauerkraut ist richtig am Hasseln. Freunde der Sonne, Sauerkraut, dieses Jahr wird richtig wild bei Sauerkraut, Leute. Ohne Scheiß. Kann ich euch jetzt schon sagen. Also. Ein bisschen was weiß ich ja schon. Also bei denen wird es richtig wild dieses Jahr. Also die hasseln richtig rein zu Corona. Sag mal, Freunde der Sonne. Mal angenommen. Ich müde mich mal, weil das ist Werbung. Freunde der Sonne. Mal angenommen, es würde... Ich muss mir heute unbedingt das Fell aus dem Gesicht kämmen. Das kratzt alles wie Sau. Mal angenommen, es würde eventuell eine zweite Farbe von der Cap geben. Eventuell würde das in naher Zukunft passieren. Aber nur eventuell. Was wäre für euch eine Lieblingsfarbe? Okay, das sind sehr viele. Snatzi, bist du zufällig da? Bist du eventuell da? Könntest du eventuell, wenn du gerade Zeit hättest, im Discord eine Umfrage starten? Mit so gängigen Farben für eine zweite Mütze, die eventuell rauskommen könnte? Also also Special Editions irgendwann, eventuell, okay? Eventuell. Wir reden jetzt gerade erstmal nur von Einfarben. Eventuell. Suchen wir da. Werbung Ende. Na, ich wollte das jetzt nicht bei euch da im Stream reinballern, das wäre unhöflich. Ich denke auch, dein Glück. Was? Hä? Was ist mein Glück?
Nett, dass du die Werbung nicht bei uns reingeballert hast. Ja. Ist ja auch unhöflich, was soll ich denn? Machen wir, Sebastian. Vielen, vielen Dank. Was machen deine Reifen, Stefan? Temperaturmäßig oder generell jetzt? Nee, allgemein vom Fahrverhalten her. Ja, könnte besser sein, aber ist jetzt auch nicht schlecht oder so. Ist okay. Gut. Alles gut. Perfekt. Gut aus, wir sind auf 9. Ist immerhin noch Top 10. Oh, Pfeffer auf 3, du, mein lieber Mann. Wer? Ferrari, Pfeffer. Ach so. Ja, bei denen ist es, glaube ich, mit dem Spritverbrauch recht kritisch. Der braucht fast so viel wie der Benz. Batzen, ja, es gibt eine Telegram-Gruppe. Yes. Das müsste ich mal fragen, wie man da reinkommt, Batzen. Aber vielleicht hast du Glück und es steht auf der Homepage. Aber wenn da nichts steht, Batzen sagt mir mal Bescheid, dann frage ich mal nach. Ja, Ferrari ist momentan auch nicht wirklich schnell. Erst bei 204. Naja, vielleicht fahren die safe. Ich meine, 204 ist ja eine safe Zeit eigentlich. Finde ich persönlich als normaler Fahrer. Okay, Stefan bleibt auf alle Fälle dran. Ist gerade eine 2033 gefahren. Ja. Ferrari gerade mit Fehler am Kurvenausgang. Audi, glaube ich, an der Box. Nee. René gerade einen Fehler gehabt. Gerade 205 gefahren. Das kann gut möglich sein, Batzen. Yes, das hört sich danach an. Das ist eine Frage, Sebastian. Was ist denn die Frage? Welchen Autohersteller würdest du dir noch wünschen als GT3? Oder gibt's von jedem einen GT3? Ja, Opel, das wäre mal was. Aber da wüsste ich nicht was. Insignia. Ja, bleibt eigentlich bloß so Insignia. Ja, das ist dann halt so ein BMW M6-Verschnitt. Das ist auch relativ groß und breit. Würde mir instant einer einfallen. Opel Corsa B GT3. Ja. So richtige
so eine richtige Knutschkugel. Opel Saphira GT3. Ja, das haben sie ja auch schon geschrieben. Ja. Also, ich glaube, ich hätte gern Mazda noch drin. Gut, Mazda. Da würde mir da halt bloß... Au, oh, wo will denn Stefan hin? Der hat noch schnell Croutons geholt. Was ist denn mit Stefan los? Weiß nicht, ob ihr den Clip kennt hier. Was ist mit Thorsten los? Wo der da hier durch die Bude durchrennt und dann gegen die Wand. Nee. Ja, muss ich mal aussuchen. Muss ich ja mal eine WhatsApp-Gruppe posten. Aber Duki weiß, glaube ich, was ich meine. Ja, wer ist Carsten? Hallo, ja, was ist denn mit Carsten? Eigentlich ist das nicht lustig, aber was willst du machen? Was ist denn mit Carsten los? Ich kenne diese ganzen Memes alle gar nicht. Das Video war schon ein Meme, bevor es Memes überhaupt gab. Ja, allerdings. Da hast du noch an der Zitze genuckelt, Dizzy. Okay. Ja, Fiat Cinquecento. Jetzt wird's kritische Situation. Fiat Multipla. Das wäre dann der schönste GT3. Mir fehlt so viel Kraft aus der Vorderachse wegen dem Scheißhund. Dieses Hungejackel da, das geht mir richtig auf die Eier. In jeder Kurve zittert das Lenkrad darum, als ob es hier irgendwie abhauen würde. Ah, du fährst aber sehr, sehr gute Zeiten, Zentren. Also lass dich davon nicht ärgern. Schön gemütlich den Stint durchkacken. Wie lange hast du noch? 32 Minuten. Hältst du das die halbe Stunde noch aus? Ja. Okay, dann... Hör auf mit heulen! Ach man, ich bin trotzdem enttäuscht heute, Scheißdreck da. Mann. Alles gut, wir sind Top 10. Ich fahre nicht 12 Stunden durch, nee. Jetzt wurde sogar, keine Ahnung mehr. Ja, jetzt würde ich gerne einen Witz machen und sagen, jetzt weißt du mal, wie ich mich immer fühle, aber ich lasse mal lieber heute. Wir fahren zu 4-12 Stunden. Jeder von uns fährt 3 Stunden ungefähr. Jetzt gerade sitzt Xentrin drin am Wagen. Wir gucken gut zu. Nee, X7 würde ich nicht nehmen. Ich glaube, wird so Mazda 3 oder so. Ja, MPS halt, aber das... Ja. Bin jetzt nicht so der Mazda-Fan. Ich schon. Ja. Also welches Auto mir wirklich richtig gut gefällt, ist der Kia Proceed. Der neue. Der sieht richtig nice aus, ohne Witz. Also ich bin eigentlich so mehr so VAG-Typ. Ja? Also ich stehe halt extrem auf Audi. Aber der Proceed, alter Vater. Lexus gibt's ja. Aber Lexus ist mittlerweile... Links runter hier, das ist Wahnsinn. Wenn du da bremst, das Heck will ich alles überholen mit dem Ding. Mhm. Ja. Hatte ich vorher nicht gehabt, ey. Holy moly. Wird der ganz schneller fahren, aber irgendwie wird das nix. Fahr gemütlich weiter, ist gut. Mach dir keinen Stress. Mach nur. Schön Cadillac wäre geil. Cadillac Escalade. Rauf geht die 3. Also die 2 gibt's den oder gab's den vielmehr? Nee, aber kein Escalade. Nee, stimmt. das wär's ja, Alter. Das endet dann im Breakfast. Ja, Toyota Supra wäre, glaube ich, auch so ein GT3-Fahrzeug, ne? Oder? Könnte man auch nochmal machen, ja. So ein Audi, einen anderen Audi wäre auch nicht schlecht. Passat. Mensch. Ist ein Heck GT3? Ja, oder Jetta. Oder Jetta.
Das Violett ist geil, Andreas, oder? Das ist richtig fett. Audi in 100 GT3. Ja, der geht wenigstens nicht kaputt. Ein Omegan. Volvo hatte mal einen GT3. Ich glaube, einen V90. Das habe ich schon mal gesehen. Aber Volvo setzt sich nicht so durch. Oh! Meine Damen und Herren, im Discord ist die Umfrage. Nehmen Sie mal bitte daran teil. Gehen Sie auf den Link, den Snatz da gerade, Snatz hier gepostet hat. Und dann voten Sie. Aber auf geht's. Und Snatzi? Dankeschön. Ja, Stefan macht auf alle Fälle Druck auf P3. Was gut ist. Oh Moritz, da bin ich komplett raus. Also ich kann dir sagen, was ich für ein Bike habe. Und ich hatte davor kein anderes. Bin halt instant auf eine größere Maschine drauf. Duki. Ja? Reifendruck, könntest du 25 Streckentemperatur, 27 Strecke, 25 Luft. Also, dass du dir einen Reifendrücker hast, oder? Oh ja, muss gleich mal ran. Ist in Game? 9.35 Uhr in der Früh. Ja, Moritz, wie gesagt, mit den aktuellen Bikes bin ich so und so absolut unbewandert. Ich habe mich damit lange nicht beschäftigt. Ja, Duki fährt bei uns mit Backblech jetzt. Guten Tag! Der nimmt gerade ein GT3 Video, Quatsch, ein DTM Video auf. Für später. Und, Verletzte wohl gerne. Hm? Tugi sollte mal zu Twitch kommen. Warum? Duki ist doch eigentlich, hat er ja früher Videos gemacht. Das wäre ja Quatsch für Duki oder auch für Michel bei Dings anzufangen. Nö, Twitch könnte ich mir schon vorstellen. Das ist mir aber halt alles zu kompliziert. Hast du schon mal bei YouTube gestreamt? Meinst du mich jetzt? Ja. Ja. Offensichtlich. Okay. Ja, ich weiß, es ist dasselbe, aber... Nee. Also Twitch, nicht? Nee, Twitch ist sehr einfach. Also, ja, gut. Okay. Das ist... Also, in 2 Minuten fertig. Ja gut, kannst du ja bei YouTube auch machen. Na, du brauchst ja einfach bloß den Stream starten. Ich weiß schon, wie du das meinst. Naja, ich denke mal, du kennst da ja jemanden, den kannst du ja mal fragen, wie schwer das ist. Also. Ja, mal gucken. Aber der ist glaube ich gerade nicht da, der da richtig Ahnung davon hat. Holen ja. Wir irgendwie auf nach vorne? Ich glaube nicht, ja. Doch, du, ganz zärtlich.
Nein. Okay. Nein, er holt mich auf. Kannst du ihm mal positiv zusprechen, du Knalltüte, damit er sich ein bisschen fängt? Dizzy hat dich belogen. Du hast letzte Runde 6 Zehntel auf Platz 8 verloren. Auf Platz 7, sorry. Okay, okay. Aber auf Platz 6 hast du 2 Sekunden gut gemacht. Platz 6 ist momentan der Bentley. Michel ist der schlechteste Teamkollege auf dem ganzen Planeten, Alter. Nein, hier wird mit Hardfacts gearbeitet. Was denn für Hardfacts? Der Dude ist am struggeln as fuck. Ganz Nein, ist er nicht. Ganz zärtlich, ist er nicht. Ganz zärtlich heißt nicht, dass er nicht aufholt. Und auf der 6 holt er ja auf. Also holt er ganz zärtlich Hab auf. Hab ich ihm ja gesagt. Ah. Aber auf Platz 7 holt er halt nicht auf. Mann. Okay, hat er gut gemacht. Das war ganz schlecht. Das war genau. Das war super schlecht, also, Michel. Also Marschu hat gerade gesagt, eigentlich gibt es ja ein Totschlagargument für Twitch. Auf Twitch kann man nicht zurückspulen. Das stimmt, ja. Ah, Michel, da müssen wir noch mal ein, zwei Rennen fahren hier, dass das mal ein bisschen besser wird bei dir. Auf dem Bentley wird er massiv aufgeholt, 2 Sekunden. Der ist jetzt vor dir. Alright. Also der nächste Platzkampf ist jetzt circa noch 16 Sekunden weg. Okay, ich will jetzt keinen Mist erzählen. Ja, 16 Sekunden. Okay. Nee, du bist vorbei. Der war in der Box jetzt. Ah ja, okay. Ah ja. Oh, hier kommt gerade Abos rein. Moment, ich muss noch schnell gucken, wer es war, dass ich mich auch bedanken kann. Mute dich. Ich sehe es leider nicht. Verdammt. Teamspeak mute. Warum wird mir das hier im Feed nicht mehr angezeigt? Kurz den Schleicher wieder an. Also. Ich kann jetzt leider nicht jeden beim Namen nennen, aber vielen, vielen, vielen Dank für die Abos. Dankeschön. Gern geschehen. Richtig schön reingeabot. Wie geht's aber jetzt am laufenden Band? Oder der holt das jetzt alles nach. Das kann natürlich auch sein. Oh, 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 oh. Das war Platz 3, oder? Yeah. Nee, Platz 2. Platz 2. Aber jetzt hat er freie Fahrt. Sprint und Stintzeit bitte. 38 Liter exakt und noch genau 20 Minuten 30 Sekunden. Dann kriegst du gleich die Reifen. 38 hast du gesagt, ne? Genau, 38, 37,8. Okay, Map 1. Alright, mach ich sofort dann. So. Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Ich glaube, der Newsfeed bei mir, der spinnt gerade. Man kann sich ein bisschen absetzen. Ganz leicht.
Übrigens, letzter Tickerstand auf den Caps, Leute, 140 sind noch da. Wie shit, Junge, 160. Nicht schlecht, Herr Specht. Vielleicht kriegen wir das ja weg bis nächste, Ende nächster Woche. Da wäre ich ja mal gespannt. Das wäre krass. Das wäre echt krass. Dass hinter uns ein schnellerer Fahrer ist. Und wir den doch bitte vorbeilassen sollten. Da holt er das nur nach. Ja, keine Ahnung, warum das so hängt bei Streamlabs in letzter Zeit. Gerne schlappen. Du machst einfach so viel Abos, da kommt das durcheinander. Ich glaube, der Pfeffer hat jetzt ein bisschen Respekt vor dem Berg. So wie das aussieht. Der hat ein bisschen langsamer. Nee, es sind einige dazugekommen. Also heute sind es 50 bis jetzt, circa. Vielen, vielen Dank, Streamchat. 50 Kastanien, oder? Nein, 50 Abos. Oh, wir erreichen dieses Jahr bestimmt die 4000. Das ist doch geil. Ja, mal gucken. Das ist mega. Sehr gute Pace, Stefan. Danke. Wir müssen Michel dieses Streamchat noch austreiben. Ich kann die Scheiße auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Das ist die unpersönlichste Kacke, die du als Streamer machen kannst, ehrlich gesagt. Was soll ich denn sonst? Chat. Leute. Schalt jetzt nur noch sag Chat. Sag doch Leute einfach. Leute. Zuschauer. Ey, Streamchat hört sich halt wie so ein Ding an, weißt du? Ey, Streamchat. 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 Au. Stefan. Jetzt Leute, die zu Beginn des Videos... Hallo Leute, hallo YouTube. Die YouTube-Größen, diese Plattform. Ja, warum denn nicht? Das finde ich herzlich komisch. Hallo YouTube. Monte sagt immer Livestream-Chat. Ja, da würde ich halt voll einen in der Schüssel kriegen. Text. Die sind alle nur Text. So, ich habe meine Drücke mal im Discord gepostet. Okay. Das wäre WhatsApp. Na ja, gut, mach Discord, WhatsApp, egal. Machst du WhatsApp nochmal. Hey, anonyme Masse da draußen. Hallo Abonnenten. Ja, guck mal, das klingt doch viel netter noch. Genau. Abonnentinnen, bitte. Hallo Internet. Ja, genau. Das klingt noch, besser als Streamchat. Hey, Streamchat. Ich habe mir das so angewohnt. Also, die kennen es jetzt auch nicht anders. Meine Community, die kleine. Mini-Community. Alter, 2,5. Nice. Jetzt laps. Auf beide Autos vor dir circa 6 Zehntel. Auf, einmal 6 Zehntel und einmal eine Sekunde aufgeholt. Beide sehr gut, sehr gut. Ja, Stefan macht gerade einen richtig guten Job. Richtig nice. Alter! Oh, wow, was war das? Deadman! Deadman schreibt Grüße aus dem Streamchat und haut 5 Euro rein. Vielen, vielen Dank. Livestream, Streamchat. Helios, ja, wir wechseln uns beim Fahren ab. Wir sitzen quasi oben neben dem Spiegel. Also da hinten, da neben dem Spiegel kannst du sehen, dass wir alle verbunden sind.
Und Xentrin fährt jetzt gerade ganz normal seine Zeit runter. Seine Sinnzeit, also den Abschnitt zwischen Boxenstopp und Boxenstopp. Und wenn er damit fertig ist, kann er in seinem Menü sozusagen das hier. Ritt und Sinnzeit. 25,7 Liter und noch 14 Minuten. Kann er dort angeben. Das ist Runden, ne? Kann er dort angeben, wer als nächstes das Fahrzeug übernimmt. Sollte ich schon mal auf Map 2 gehen? Nee, bleib da. Okay. Ja, Stefan fährt jetzt gerade auch mit Map 1. Das macht doch mal einen ordentlichen Boost. Klar, gar kein Problem. Sehr gerne. Also wie gesagt, Stream Chat. Danke an euch alle. Live-Timing in der Videobeschreibung. Einfach mal aufklappen, dann könnt ihr draufklicken und dann seht ihr die einzelnen Zeiten der ganzen Fahrer. Könnt ihr auch Zeiten vergleichen. Merkst du, danke für 49, Morgan. Bei uns Mega Rainer schreibt, wenn einer Streamchat sagt, dann weiß ich sofort, wo ich bin. Da hast du wieder eine Diskussion angefangen. Ich hab gar nichts gemacht. Was ist eine Videobeschreibung, Twitch? Ausrufezeichen 12H, Ausrufezeichen Lifetiming und dann hast du genau dieselbe Scheiße. Nur, dass unten drunter nicht alles vollgeklattert ist. Das sind die wichtigen Sachen. Promo-Codes, wo du ein bisschen Geld sparen kannst und mich unterstützen kannst für den Stream und nicht das andere Ding. Und bei hier sieht es halt schöner aus, weißt du, was ich meine? Ach so. Okay. Hier gibt man auch keine Däumchen für Dix hier, für den Stream. Übrigens sitzt Vincent jetzt im Auto. Oh nein! Oh, zum Glück fährt Tuki, nicht ich. Wir schalten mal schnell rüber. Das gönnen wir uns mal kurz. Nee, das gucke ich mir nicht an. Gucken wir uns mal schnell an. Da können wir uns was Vincent da macht. Wenn die Erster werden, dann können wir uns die nächsten Tage sehr viel anhören. Sehr viel. Nein, ich gönn's ihn. Also, ganz ehrlich. Ja, ich gönn... Vincent hat auch echt viel gemacht. Ich gönn ihm das auch. Ich gönn ihm das Dankeschön, auch. Dankeschön, Hardway Racing. 1 sieht sehr stabil aus, was er macht. Gehen wir wieder zurück zu uns. Alles gut, du hast den Sinn fast überstanden. Weiter so. Nee, Martin, alles gut. Wir sind schon schnell. Wir haben auch keine Sponsoren auf dem Auto, bis auf das, was halt von Kondus vorgegeben ist. Hä, wieso? Das ist der Fahrer, soll ich dir schon mal die Luftdrücke geben? Wäre gut, ja. Ja, du steigst wohl jetzt gleich ein. Ach ja, 26, stimmt. 26,3 okay. Vorne links. Ja, hab ich. 25,7 vorne rechts. Hab ich. 26,0 hinten links. Warte. Ja. Der Graden dann wieder gleich, ja? Ja, ja. Duki macht auf Trovo DTM-Livestreams, weil ihm das zu peinlich ist bei YouTube.
Ah, die sind alle gebutet. Rese man nicht, alles. Bin da. Also. 26-0 hinten links. Ja. Und 25-8 hinten rechts. Alles klar, hab ich eingestellt. Jo, wieder folgt noch. Wie lange hast du noch? Noch 9 Minuten. Alles klar. Ich bin ready auf jeden Fall. Alles klar. Rest Sprit. 15 Liter. Jetzt genau noch 15. Fahr den Rest mal mit Map 2. Obwohl. Kommt hin. Nee, bleib auf Map 1. Okay. Duki, streamst du noch? Ja, ich streame noch, aber im neuen Stream. Ich hab gerade gewechselt. Achso, da müsste ich mal dein. Was war jetzt? Okay. Audi ist abgeflogen. Das ist übrigens derselbe Audi von vor uns. Ja, scheint nicht ganz so safe auf der Strecke zu sein. Gut, wenn Duki dann im Auto ist, Streamchat. YouTube. Der neue YouTube Streamchat. Ja, okay. Fahre fort. Dann werde ich den Stream ja auch mal für ein Stündchen unterbrechen. Noch ein paar Nebentätigkeiten machen und dann gibt's einen neuen Stream später. Nebentätigkeiten? Nee, ich muss duschen gehen. Ich muss mir den Bart aus der Fresse rasieren. Ey, das geht gar nicht. Lass das geht mir so auf den Sack. Lass doch einfach an. Du kannst doch nein. Duschen gehen. Wir sind doch da. Ich weiß, aber ich mach da nochmal neu, weil ich muss eh unterbrechen. Ich kann ja nicht 12 Stunden laufen lassen. Ja, dann das kannst du doch 2 Sekunden ausmachen und wieder anmachen. Ach ja, du gehst einfach duschen, lässt die Kiste laufen, wir reden mit deinem Chat und dann ist doch alles gut. Dann hast du das ganze Video und dann freuen sich deine Zuschauer, weil sie sich endlich mal ein ganzes Rennen angucken können und nicht immer nur dein eine Stunde Stint. Und außerdem, wenn ich dir das mal ganz kurz erklären darf, du kleiner süßer Zuckerschnute, ne? Das nennt man Cross-Promo, du Pfeifen-August, weil deine Viewer über die Zeit steigen. Gemeinsam, um dir das mal aus Multilevel-Marketing zu erklären. Okay. So. Multilevel-Marketing. Wir wollen keinen Duschstream. Ich nehme euch einfach mit. Danke, Robster, für den 1 Euro bei den Superchat. Ich glaube, die Reifen sind jetzt durch vorne. Ja. Komm, die letzten zwei Runden schätzt du noch. Ja. SBU, Dankeschön übrigens. Was heißt Dugi? Ja. Geil. Denk dran, dass du Teamspeak entmuten musst dann, ne? Ja, Knopf ist schon belegt. Sehr gut. Michael, jetzt duschen? Auch belegt. Muss ich nein, ich bin noch da. Ich warte, bis Dugi im Auto ist. Okay, klasse. Ja, dann muss ich ja meinen Stream auch nochmal neu starten, ne? Bei YouTube. Was? Ja, bei YouTube. Ach so. Tolles Feature, by the way. Jetzt habe ich noch 9 Liter exakt. Weil sind 2 Runden. Ja. Die 2 Runden fährst du noch. Ha! Missing! Das kann man ganz wegmachen, den finde ich gut. Ja. Mein Stream in a nutshell. Das beschreibt die letzten 7 Jahre sehr gut, Missing. Startziel genau 8 Liter. Dann fahr jetzt Map 2. Was? Warum? Okay. Was, warum? Er muss noch 2 Runden kommen. Ja. Und mit 8 Liter kritische Situation. Ja. Wenn der richtig anpaced, braucht er über 4 Liter. Ich bin auch mit 8 Litern über die Ziellinie. Oder so. Das reicht, der kann jetzt schon wieder auf dem einstellen. Aber du machst das schon, ich will nicht reingehen. Also mein Auto ist wie gesagt in der Box ausgegangen. Das hatte ich euch ja geschickt. Ich fang ja nicht an. Nach 34 Runden. Du bist einfach, mit Michel ist einfach Chefmechaniker hier.
Es ist okay, der Servicepartner soll ruhig. Richtig. Regeln. Der Servicepartner, was? Du kriegst immer mehr neue, du kriegst immer mehr nette Berufsbezeichnung. Servicepartner. Finde ich gut. Ist er Elektriker? Jetzt, ja, mehr oder jetzt, weniger. Jetzt müsstest du hier noch das Meme von dem komischen Typen hier einblenden, der die hohe Lache hier hat. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Wenn du weißt, wen ich meine. Mit wem redest du gerade? Den zahnlosen Typen da. Du meinst Keck W? Wenn du über Startziel bist und hast noch 4,2 Liter, machst du wieder Map 1 für die letzte Runde. Maga, er kennt Keck W nicht? Ach du Scheiße, Mann. YouTube Stream. Ne? Imagine, du kennst Keck W nicht, Chat. Imagine. Uff. Naja. Hab noch 4,8. Gut, Map 1, auf geht's, gib ihm. Gibraltar, mein Lieber! Also wirklich, ihr Duki auswählen, Duki auswählen, Luftdrücke einstellen und entsprechend neue Reifen drauf und volltanken. Ja, müsste alles schon sein. Gut, okay. Bloß nochmal dann abchecken auf der letzten Geraden, dass alles in Haufen. Für Keck W kriegt man bestimmt Copyright Strike bei YouTube. Ist er bei euch blau in der Liste oben? Bei mir nicht, aber er ist in meinem Panel blau. Dann wähl ihn bitte auf der nächsten Gegenrad nochmal neu aus. Okay. Aber zurückspulen kann man, ja, richtig. Zurückspulen kann man bei YouTube. YouTuber stellen eine Freundschaftsanfrage bei YouTube. Bei ICQ. Du sollst ihn nicht jetzt auswählen, du Geier. Du hättest theoretisch in der Boxeneinfahrt noch genug Zeit dafür. Aber ich wette mit euch, Michel kennt alle Stefan Rahm-Memes. Alle kennt er. Die kennt er alle auswendig, aber weiß nicht, was Keck W ist. Michel in der Nutshell. Leck mich im Arsch! Leck mich im Arsch, Junge! Duki, vergiss dann nicht, dich hier im Discord zu muten, ne? Ja. Guck mal, wie ernst Michel ist und das einfach ignoriert. So. 1,4 Liter noch, ich hab noch zwei mal gemacht. Fahr Map 1, fahr Map 1, das reicht dicker aus, trust me. Ah, ich glaub nicht, ich hab noch 1 Liter jetzt. Das reicht aus, glaub's mir. Das wird ein Punkt, du hältst mit 0,4 Liter an. 0,5 sogar. So. Discord ist gemutet. Hab jetzt nur noch Teamspeak. Test. Klappt ja wohl, ne? Jo. Top Stint, Stefan. Und ja. Wie viel hast du noch drin? Drin? 0,8. Ah, siehst du, 0,8 sogar noch mehr. Die Samstag ist auch gleich dicke. So, Jungs. So, also ich gehe jetzt kacken, geh duschen, mich rasieren und dann bin ich wieder da. Hast du Stream angelassen? Damit das klar ist. Ob du den Stream angelassen hast? Damit das klar ist. Machst du klar? Ja, ich hab den Stream angelassen. Ich dachte schon, du ignorierst mich jetzt für das restliche Rennen. Nein, ich müsste erstmal mit meinen Tasten hier klarkommen, Mann. So, also bis gleich. Streamchat, wollt ihr den Sound noch ein bisschen lauter haben oder ist das okay so? 4, 3. So ein bisschen mehr Kapelle vielleicht. Aber dann hört ihr hier das Gelaber nicht mehr. Ich mach's noch ein bisschen lauter für euch. Vielen Dank. Ich mute mich mal, komm rein. Das ist richtig schön, die Ohren bluten. Okay. Duki, denke mal dran, dein Stream wird abgefahren. Xandrin, bist du noch da? Stefan? Der ist hier gemutet, der kommt gleich. Hört ihr mich? Ja. Wunderbar. Sorry, Jungs. Oh, das war echt kacke. Ist doch nichts passiert. Ja. Nee, war gut, tolle Leistung, bist gut gefahren. Die 2-3 Ditcher ist in Ordnung, passiert. Hast gesehen, mir ist es auch passiert. Wir bleiben nicht unfallfrei, das steht fest. Und
vom Streamchat her nochmal vielen, vielen Dank, dass du so gut gefahren bist. Boah. Boah, hätte besser Nein, sein, das ja, hätte besser sein können, aber gut, danke. Alles gut. War super. Scheiße, die Strecke ist 2 Grad wärmer geworden beim Fahrerwechsel. Naja, müssen wir mal gucken. Zentren! Ja. Ganz stark, Magger. Ja. War gut. Schön durchgeschwitzt. Weltklasse. Lehn dich mal zurück und lass dich vom Chat beklatschen. Chat! Zieht die Hüte und klatscht, bitte! Hast du das mitbekommen, Duki? Nein. Bitte Map, Map bei, falls Map 1 eingestellt ist. Daran ja, denken, bitte. Das ist, glaube ich, automatisch immer nach Fahrerwechsel. So, okay. Also, ich bin jetzt weg. Ja, Michel, viel Spaß jetzt, beim Duschen, ne? Hab ihn jetzt bloß gesagt, dass er noch Map 2 reinmachen soll. Ja, viel Spaß beim Duschen. Und ja, und achtet mal bitte auf seinen Spritverbrauch. Weil der hat schon einen ordentlichen Ziegelstein auf dem Gaspedal. Ja. Also, bis dann. Bis dann. Jo. 7 Stunden noch, Leute. Mhm. Zeit ging gut rum heute. Schöne 8 haben wir da stehen, das ist auch gut. Tschüss, YouTube. Hätte aber auch 5 sein können, locker. 5, 4. Exzentrin hätte Fahrtkette. Denk ja, immer, Exzentrin, denk bitte immer an unsere Devise. Jedes Rennen ein bisschen besser. Wir sind jetzt schon besser. Von der Platzierung her aktuell, ja. Definitiv. Und auch von der Leistung her sind wir super. Wenn du die Umstände, du musst immer an die Umstände denken, Exzentrin. Die darfst du nicht vergessen. Immer an die Umstände denken. Ja. Und unter den Umständen war das einfach mal ein unfassbar krasser Stint. So. Jetzt haben wir es ja so. Und zum Ende ging es ja dann eigentlich, sag ich mal. Naja, siehst du, ist doch gut. Hat halt ein bisschen gedauert, bis du dich eingegroovt hast. Also ist doch in Ordnung. Kann passieren, ist Butters. Und wir haben noch viel Zeit, Maga. Denk dran, wir sind in all den 12 Stunden Rennen, die wir gefahren sind, kam hinten raus immer noch was Besseres rum. Mhm. Also, da ist noch sehr viel Platz nach vorne. Und ich bin noch nicht gefahren. Da kannst du erstmal wieder richtig loslachen. Ich glaube, schlimmer als bei mir heute kann es nicht werden. Duki, kleine Zwischenfrage, hast du den Rückspiegel an? Okay, machst du denn so langsam auf der Geraden dann? Sag ich nochmal mit F1. Aber auf der Geraden natürlich schon. Das geht leider nicht bei Hotkey, soweit ich weiß. Du musst via F1 die Kameraperspektiven durchwechseln. Und dann taucht er irgendwann wieder auf. Das würde funktionieren, wenn man den aktiviert hätte, glaube ich. Okay, dann fährst du ohne Rückspiegel. Okay, Pala Converter, ich grüße dich. Moin. Esteban, danke schön für 3 Monate übrigens. Ich muss noch am Quatschen im Tüfi. Oh ja, danke. Yep, den Körb darf man nicht mitnehmen. Nope. Ja, man traut sich auch nicht richtig hier durchzufahren, weißt du? Im Training und so kein Problem, da hast du einfach gefahren. Und wenn es dich halt weghaut, haut es dich weg, ne? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Ganz vergessen.
Oh Gott, Cyanogen, dankeschön. Wir gehen so stramm auf die 1-7 zu, ne? Heide Witzker, Freunde der Sonne. Vielen lieben Dank. Subst du das? Mhm. Nice. Was war dein Maximum eigentlich schon, was du hattest? 2273. Oh. Ist schon einiges. Ja, da habe ich GTA gespielt. Dann habe ich GTA, dann habe ich GTA ausgemacht und dann waren es einen Monat später 1200. Say hello to my little friend. Wow. Ja, GTA war halt damals echt krank. Oder? Wer da irgendwie gestreamt hat und, sag ich mal, etwas lustig war oder so, das war echt Wahnsinn. Ey, na klar, Mavix. Na klar, können wir gerne machen. Sehr gerne. Say hello to my little friend. Wir machen 5 bis 10 Minuten AFK, ja? Ja, hol mal los, geh duschen. Sie sind die Erfolgsverweigerer. Maga, das könnte auch echt mein Spitzname werden mittlerweile. Erfolgsverweigerer. Den würde ich feiern, Leute. Den würde ich feiern. Der Erfolgsverweigerer. Oh, geil. Oh, der Dude und Matthias, danke euch beiden für 5 Hütten. Ich mecker nie im Stream. Ich habe nur gestern kurz mal gemeckert. Nur kurz. Mit Jünter und Armin. Neues Channel-Konzept? Wieso? Mein neues Channel-Konzept ist doch da. Ich habe doch... mein neues Channel-Konzept ist doch da. Dieses Jahr. Dieses Jahr wäre ich Erfolgsstreamer. 2021. Pass auf. Support und eure Unterstützung. Und ich sag's euch. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidu. Wie 42, nur mit 5. Dieses Jahr gibt's einen Merch-Drop, der am ersten Tag ausverkauft ist. Pass auf, I promise. Yep, Backblech, ich werde aber sowas von Hitman 3 streamen. Da müssen wir ja gar nicht drüber sprechen. Mit 5k Subs würde ich, glaube ich, erstmal 2 oder 3 Arbeitsplätze schaffen. Aber holla die Waldfee. Hui. Was hat sich Xentren das erste Mal am Rick geschlagen? Coseba Xentren hat heute, also der hatte heute Nacht eine sehr wilde Nacht privat. Also jetzt nicht das, was ihr denkt, sondern wirklich nicht so angenehm. Und der hat sich sehr, sehr gut geschlagen dafür. Nee, ich habe schon Cutter für YouTube Private. Der hat sich sehr, sehr gut geschlagen, auf jeden Fall. Also für den, für die Umstände war das sehr, sehr gut. Ach, Orange Juice. Ja, Moini. Mach doch beides, Mavix. Ich mach auch beides. Also ich streame halt bei Twitch und Videos habe ich halt bei YouTube. Aber mein YouTube-Kanal ist jetzt nicht großartig, ich sag mal, erfolgreich. Da gibt es ein bisschen extra Content für die Leute. Aber ja, wir können gerne eine Runde drehen. Also sehr gerne. Warum würdest du dir mit, ich würde Leute bezahlen. Ich habe immer, mein Ziel ist es nicht, wirklich in meine eigene Tasche zu wirtschaften, sondern Leuten die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten. Also gerade in dem Business hier. Das ist immer so mein großes Ziel gewesen. Ich teile gern meinen Erfolg. Sagen wir es mal so. Backblech. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Mal sehen, was wir uns dieses Jahr wieder für ein neues Channel-Konzept ausdenken.
AC Dizzy, der Erfolgsverweigerer. Kapi! Ich glaube, diesen Namen nehme ich an. Aber Duki schlägt sich ganz gut. 2-4. Gute Zeit. Aber warum würde das zum Überleben? Ich bin nicht so der Mensch, also wenn es um Überleben geht, da fange ich mit 40 irgendwann mal an. Ich lebe jetzt. Jetzt gerade. Also ich lege mir ja schon was weg, so ist es ja nicht. Halt gut. Aber ich mag das auch gerne, wie gesagt, zu teilen. Also zum Beispiel bei den Cutter, ich habe halt ein Cutter. Naja, 1,5, 2. Und das freut mich halt, dass ich denen was Gutes tun kann, mehr oder weniger. Weil die sich halt dann auch austoben können und das ist gut so. Oder wenn es daher, weiß ich nicht, irgendwann eventuell mal Merch geben wird, eventuell. Mir macht sowas halt Spaß. Bisher. Was heißt Spaß? Ich finde das halt gut. Das neue Hitman, wie sehr freust du dich? 20 von 10? Ich glaube, da werden wir dann auch ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das mit Rust machen dann. Lass mal Dugi erstmal fahren, Leute. Lass mal Dugi erstmal einen Moment fahren. Dass der sich eingrooven kann. Und dann können wir das mit dem Sprit machen. Was genau machen deine Cutter für dich? Also ein Cutter bereitet für mich die ganzen Wots vor und nach quasi. Also wenn jetzt zum Beispiel Hitman quasi Dizzy vs. Chat kommt oder wir irgendein Spiel spielen, wo wir die ganzen Dings haben wollen, also ungecuttet, der überarbeitet das quasi und stellt das bereit für euch. Und der andere macht halt die Highlight-Videos und die zusammengeschnittenen Videos quasi. Wir fahren jetzt seit 5 Stunden. Seit 5 Stunden. Danke, Lina, dass du dir alle 3 Streams reinziehst. Also wir sind 5 Stunden unterwegs. 7 haben wir noch. Also es kann noch viel passieren. Wir fahren quasi bis heute Nacht um 12. 24 Uhr. Ja, ich schalte auf den langen Geraden auf Map 1, um ein bisschen mehr Topspeed rauszukriegen, was eigentlich gehen sollte. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass Duki so viel Erfahrung hat, dass er es einschätzen kann. Wenn nicht, wir machen dann Zwischenstand, rechnen mal hoch, das geht schon. Ich würde schon sagen, Batzen, dass das, also auch das hier qualitativ hochwertiger Merch ist, nicht Mode. Also ich glaube, Mode ist was anderes, möchte ich sagen. Mode ist das nicht. Das ist Merch. Weil ich sag mal, solange dieses Zeichen auf der Mütze drauf ist, ist es immer Merch. Was ich übrigens ziemlich Porno finde. Ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet, wenn ihr das in der Hand habt.
Duki fährt auch mit Lenkrad, ja. Duki fährt eine DD1. Fanatec. Oh, Thinking kommt hinten an. Stulzen, hättest du vielleicht gerade Kapazität, den Link zu Duki seinem neuen Stream zu wechseln? Das wäre super lieb. Werde ich alle zwei Wochen die Waschmaschine werfen? Warum das denn? Warum willst du sie alle zwei Wochen? Weil du sie viel trägst, oder was? Mach keinen Scheiß, Duki. Oh, Duki, 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 Duki. Nee, 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 nee. Okay. Damit sie gut aussieht? Hä? Verstehe ich den Witz gerade nicht? Hä? Aber ist ja kein Problem, du hast ja noch 99 andere. Hast doch noch 99 andere. Oha, hoffentlich übernimmt Duki sich nicht. Den Game kommt von hinten angerollt. Ja, Zweikampfe ist alles gut und schön, aber das frisst halt sehr viel Zeit, ne? Jetzt ist Duki halt nur eine 2-6 gefahren, nur. Ja, meine auch, Kref. Ich habe halt auch welche so Daily Driver und dann habe ich halt auch so ganz besondere, die ich nur ausschließlich zu Hause trage. Beim Racing trage ich auch nicht mehr alles. Ich habe halt mittlerweile so viele besondere Caps, die ich gar nicht mehr wirklich trage, die wirklich nur noch im Schrank liegen. Das war knapp. Ich weiß, ich habe so einen Cap-Holder. I know. Wie sieht's aus, Duki? Auto zufrieden? Ja, ich würde nur gerne vorbei. Ich glaube, ich fahre schneller. Ja. Mach einfach ein bisschen Druck von hinten, vielleicht verfährt er sich dann. Oha, beide selbe Rundenzeit. Duki wäre auf jeden Fall eine Sekunde schneller. Duki wäre auf jeden Fall eine Sekunde schneller. Ha, das ist aber ein ganz schönes Bündel hier. Das Problem ist, dass der vor uns ist halt Positionskampf. Der wird halt nicht einfach Platz machen. Das ist halt das Problem an der Sache. Also der wird uns nicht einfach vorbeilassen. Das Ding ist, Duki muss halt irgendwo hier unten oder so mal gut rauskommen. Aber dann darf er sich halt auf der anderen... Das sieht zum Beispiel gar nicht so recht okay, das ist nicht schlimm. Er muss halt einmal richtig durch. Drehzahl Dieter Ausrufezeichen 12H. Da ist eine Übersicht und da kannst du draufklicken und dann kommst du direkt zu Duki. Oh, sehr schön, das sieht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Spitze.
Sehr gut gemacht, Tuki. Schön gelöst. Geht doch. Bin ich gemutet oder nicht? Nein, absolut nicht. Okay, ich mute mich. Du kannst auch reden, das ist nicht schlimm. Sehr gut gemacht. Jetzt müssen wir es nur halten. Denk bitte zwischen daran, dass du nicht so viel Map 1 fahren kannst, ne? Ja, jetzt aber eben, um mich abzusetzen. Alles gut, weiß ich. Map 1, wie gesagt, kannst du kurz mal nutzen, um mal wegzukommen und dann wieder runterstellen. Weil er muss jetzt halt ein paar Meter machen. Da. Jo, Wibi. Danke. Das Gute ist halt, dass er jetzt mit Thinking am Machen ist hinten. Das heißt, Duki kann sich absetzen. Mhm. Wir sind P7 mit, okay, nice. Ja, Duki hat gerade die 8 gesnackt, die 7 gesnackt. Sehr schön. Wie viel Stint-Zeit hast du jetzt noch? 47, 46. Auf den Sprit gerechnet dann? Also wie viel Sprit noch? 80 Liter, Punkt. Ja, dann versuch mal ein bisschen Piano zu machen jetzt. Mit Map 2. Okay. Aber sehr schön, dass Stint ist hier, Dugi. Wiederholen bitte. Sehr schön, dass Stint ist hier. Jo, Kudos. Geht so. Ich hab so Kopfschmerzen, ne? Du hast Kopfschmerzen? Ja, extrem grad. Dann geh doch noch eine Runde knacken. Ach nee. Da ist auch keine Ruhe. Warte, eine halbe Stunde, 45 Minuten, legst du im Bett, schnökelst du ein bisschen. Ja, das kriegt nichts. Also absolut, ich brauche locker eine Stunde oder zwei, bis ich einschlafe, locker. Ja, du sollst dich hinlegen und ausruhen, du Pfeifenaugus. Ja, kann ich auch auf dem Stuhl hier. Aber das ist ja nicht so bequem. Oh doch, der ist gut. Der ist wunderbar. Oh. Ich weiß, aber dein Bett ist ja noch nicht so weit weg. Das stimmt, ne? Einmal rüberklettern, bin ich da. Einfach rechts zur Seite kippen. Hup. Ja, genau. Nee, geht schon so. Oder vielleicht vor der Tür gehen, frische Luft, geht auch. Ha, nee. Keine Lust. Nee, ich kann rausgehen, das. Nee, hab ich ja gar keinen Bock drauf. Nee, widerlich, ey. Jules, moin. Die Farbe ist richtig geil, ja. Die hat Michel mit seinem Stream gemeinsam ausgesucht. Also die haben das zusammengebastelt. Und ich muss auch sagen, die haben sehr, sehr schöne Lackierungen zusammengebaut. Ja, da geht ganz großes Lob raus an die ganzen Feinschmecker da drüben bei YouTube. Regen wird nicht kommen. Also es wird keinen Regen geben. Akzentfarbe ist schwarz. Schwarz-lila.
Dankeschön, Schulzen. Guck ich dir morgen. Ich grüße dich. Nee, ich bin heute noch nicht gefahren, Terrorwurm. Ich habe vorhin nur fix mal, ich glaube, 15, 16, 17, 18 Runden Warm-up gemacht. Ich werde aber auch gleich nochmal, je nachdem, wie Duki sich entscheidet, ob er Doppel-Stint fahren möchte oder ob er einen Stint fahren möchte. Ja. Ich glaube, Zentren ist 1,5, 1,75, weil kleiner Unfall vorhin, nur in dem Dreh. Wie ein Wurm, was? Stint. Ja, ungefähr. Nee, ich bin Doppelstint gefahren, ne? Und dann nochmal ein Drittel oder sowas drauf. Okay. Ich hab da nach dem Crash nochmal gestoppt. Ja. Und hab dann nochmal vollgetankt komplett. Aber ohne Reifenwechsel halt. Und bin dann halt nochmal komplett die 120 Liter runtergefahren, ne? Im ersten Stint. Ja. Im zweiten dann genauso. Fährt wieder Map 1. Ja, er macht auf den langen Rahmen immer. Ich fahre nach dem Stint, ja. Ich fahre nach Duki. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie besser vorbereitet. Mal gucken, ob wir das im Rennen umsetzen können. Also ich habe dieses Mal wirklich sehr viel trainiert. Ich glaube am meisten von allen sogar. Sogar noch mehr als Michael. Wo ich jetzt Probleme hatte, war jetzt hier, genau dieser Bereich hier. Das Anbremsen, da wollte jedes Mal das Heck so mich wegdrehen nach rechts, weißt du? Ja, du hast halt einen kleinen Dipper. Und der Reifen halt vorne rechts hat ganz schön geböllert. Ich meine, wenn ich da links gelenkt habe, da habe ich gedacht, mir haut das Lenkrad weg. Hat er echt gut gegengeschlagen. Duki entscheidet sich spontan, Terrorwurm, ob er Doppelstint fährt oder einen einfachen. Das weiß Duki noch nicht. Aber ich glaube, so wie es gerade aussieht, wird Duki auch einen Doppelstint fahren, denke ich. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man sich fühlt, ne? Butthurst ist ja, oder Bratwurst ist ja relativ viel Kopfsache. Das stimmt, ja. Nach dem Crash vorhin habe ich gar keinen Bock gehabt, irgendwie nochmal Vollgas zu geben. Ja, ja. Aber hast dich ja super gefangen. Ja, ging dann zum Schluss, zum Glück halt, ne? Aber trotzdem ärgerlich. Insolvenzbra, ich habe mich gegen iRacing entschieden, weil ich mit deren, also ich bin schon iRacing gefahren, aber ich mag deren Preispolitik überhaupt nicht und deren Politik, Autos zu wechseln und Strecken, ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Boah, haben die sich eben berührt? Nee, war nur so was. Schön gefangen. Ganz gut, Luis. Also ich würde sagen, das ist schon ganz gut heute hier. Wir
sind aktuell Siebter. Schlagen uns ganz gut. Xentrin ist vorhin einmal in die Wand genatzt und hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich wieder so zu fangen, aber bis dato ist alles super. Ich habe gerade kein Live-Timing. Gibt's, spuckt er gerade nicht aus. Auf 6. Aber ist auf jeden Fall erstmal nicht in Greifweite so aktuell. Bin nicht unter 10 Sekunden. Xentrin, gehst du für Stuhl einkaufen? Wolltest du eher eine frische Luft? So müde wie ich gerade bin, mache ich keinen Sinn mehr, hier aus dem Ding raus. Ja, dann leg dich doch jetzt endlich in dein Bett, Mann. Nee. Immer diese Jugend, weißt du? Die wollen auf die alten Leute nicht hören. Was soll nur aus uns werden? Kein Respekt mehr vom Alter, ist so. Ein Freund von mir hat sich einen Instagram-Account gemacht. Der hat sich einen Instagram-Account gemacht. Ach. Nee. Der hat. Oh Mann. Kann ich euch gar nicht erzählen. Sorry. Aber ist super, super witzig. Der hat sich so einen bescheuerten Namen rausgebracht. Perfekt, ich habe mir das Spiel gekauft, obwohl ich es schon hatte. Na gut, dann kannst du es ja einem Kumpel geben. Kannst du mit einem Kumpel zusammen Endurance-Rennen fahren. Der hat den Blinker drin. Yes, der Blinker signalisiert wegen Überholen. Das Überholen. Wo der andere überholen kann, also wo er Platz macht. Ich glaube, wenn du rechts blinkst, machst du links Platz und wenn du links blinkst, machst du rechts Platz. Ach, Mann. Was denn? Ach, ich wurde gerade angeschrieben, Support-Fall wegen Rust. Oh. Ja, also ich manage da das Support-Ding und so, weißt du? Ach so. Ja, ja.
Boah, Duki magst aber auch auf die Curb zu fahren da vorne. Mhm. Ich weiß nicht, ob Zentren bei uns Rust spielt. Nee, ich glaube nicht. Vom Stay oder was? Ja. Ja. Nee. Also ich wüsste nicht, wie ich da raufkommen sollte, sag ich mal so. Ich bin eh aktuell auf allem drauf. Rust ist nur für Streamer. Ja. Na klar. Ich möchte sagen, Rust ist nur für Erfolgsverweigerer. Das muss ich mir unbedingt merken. Das ist ein sehr schöner Beiname. Den finde ich gut. Beschreiben Sie Ihren Stream mit einem Wort: Erfolgsverweigerer. Finde ich gut. Ich glaube, ich muss mal kurz disconnecten. Das ist ja bestimmt möglich, oder? Ich disconnecte mal kurz, ne? Ja. Dugi, was sagt denn dein Magen-Darm-Trakt zu einem Doppelstin? Hallo? Hallo? Ich wäre dabei noch. Also sieht gut aus gerade. Okay, super. Wie vor euch sehen, dann machen wir das kurz. Disconnected nicht vom Server, der Server wird nicht mehr gelistet. Oh. Okay. Doch, geht es ja wieder da mit 0 Spielern, aber angeblich. Okay, also irgendwie scheint es einen Bug zu geben. Ja, wollte ich gerade sagen. Komm einfach mal wieder rauf dann. Mach bloß keinen Scheiß, ich muss mich noch warm fahren, wenn ich auf die Reifen drücke. Weil sonst fahre ich halt wieder mit so richtig abgeranzten Pushen. Mhm. So 25,6 Dings hier, Reifendruck. Berg hoch, Gas geben ist nicht, Junge. Aber kurz trotzdem nicht immer beenden. Gleich ist wieder da. Ja. Muss man eben auf den Server connecten von Rust. Können wir mal bitte kurz durchrechnen, ob das mit meinem Sprit hinhaut, weil ich hier die ganze Zeit auf der Strecke zwischen Map 1 und 2 hin und her switche? Eine Sekunde, ja. Sag. Jetzt gerade noch 50 Liter, ich sag dir bei Startziel, wie viel ich noch drin hab. Jo. Schreib mal kurz mit, Chat, bitte. Auf wie viel Stint-Zeit? Ja, 30 Minuten. Warum denn da? Warum denn da? Dumm. Alles gut. Nichts passiert. Jo. Was sagt der Auto? Das wird sich gleich zeigen. Erstmal direkt von der Reifen putzen. Ich sag gleich Bescheid. Hm. Chat, kann mir einer von euch bitte mal den Spritverbrauch aus Duki seinem Stream sagen?
Ich hab den, kann den gerade nicht aufmachen. Also wie viel unten in der Ecke steht? 3,5? Also 28. Auto noch gut, ich fahr weiter. Also 49,5 durch 3,52. Also könnt ihr jetzt noch 14 Runden fahren? 49,5 durch 3,52. Dann kann er 14 Runden fahren. 14 Runden mal 2,05. Und 28. Also 28 Minuten. Du könntest jetzt mit deinem aktuellen Spritverbrauch 28 Minuten fahren, was ein bisschen dünn ist. Also ich glaube, sollte ich meine... Das passt wie Arsch auf einmal. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Map 2. Ja, ich guck gleich mal. Warte mal, 49,5 durch die Runden, durch den Spritverbrauch sind die Runden. Mal 2,05 wegen Rundenzeit und dann kommt das auf die... Ja, okay, passt. Eiswaffel? Eiswaffel, dankeschön. Naja, wir haben keine Plätze verloren, das ist okay. Ja, Dugi muss mehr, Dugi schaltet, also Dugi wechselt zu viel, Map 1, Map 2, aber ist okay, also. Stürmer, Ausrufezeichen 12H. Dort kommt eine Auflistung von all den Streamern für dich und ja, kannst du draufklicken. Dugi, der jetzt gerade aktuell fährt, ist bei YouTube. Aber sehr gerne noch Stürmer. Dugi, für dich mal als Information, der hinter dir fährt fast 1,5 Sekunden schneller als du. Oh. Ne, eine Sekunde schneller als du. Also der wird wahrscheinlich an dir vorbei wollen. Der ist auch, ja, wie weit ist er weg? 1,6. Hat aber blaue Flagge, also den haben wir schon überrundet, aber muss ja nicht kämpfen. Mit. Ach so, der Zanger, der geht dabei. Ja, okay. Hm, weiß Bescheid. Ja, den werden wir nach Stadtziel wahrscheinlich vorbeilassen. Den Berg hinauf.
Der ist Australien, ja. Ja, komm, Digga. Boah, ist ja langsam auf den Geraden. Das ist die bessere Entscheidung, denke ich mal. Sonst haben wir zu unnötige Fights mit jemandem, den wir nicht, mit dem wir nicht fighten brauchen. Bringt auch mehr Ruhe rein, Dugi. Die Strecke. Weil wenn du die ganze Zeit einen im Gepäck hast, ist das sehr unangenehm. Ja, das ist das Auto Ericsson. Der Mercedes sieht, wenn du von außen zuguckst, nicht sehr angenehm aus. Plus das, also Dugi hat so seine Geschichte mit der Strecke. Ich glaube, er, ihm geht da ein bisschen die Pumpe. Ah. Scheiße, komm, noch 20 Minuten, Konzentration, ey. Ah, 14 Sekunden Schaden. Erstmal weiterfahren. Nee, du gefährst Map 1. Map 2. Das Ding ist halt, ich will Duki jetzt auch nicht ansprechen, weil der sich gerade, weil der gerade echt viel Konzentration braucht. Was hast du denn aktuell für einen Sprit und Verbrauch? 3,52. 33, glatt jetzt gerade. Bei genau 20 Minuten Restzeit. Ja, du musst aufhören mit Map 1 gerade. Läuft nur noch 18 Minuten ungefähr. Sorry. Also mach mal Piano mit Map 1 bitte gerade. Sonst kommst du nicht durch. Das wird sonst zu knapp. Ich rechne immer mal gegen. Also fahr einfach erstmal weiter. Map 1 bedeutet, dass das Auto
mehr Sprit verbraucht und mehr Motorleistung bietet. Keine gute Idee. Absolut keine gute Idee. Okay, super gefangen. Mm-mm. Okay. Du hast dadurch mehr Leistung bei Mercedes. Du kannst aber bei Endurance-Rennen nicht Map 1 fahren, weil Map 1 zu viel Sprit verbraucht. Und aufgrund der hohen Menge des Spritverbrauches könntest du keine langen Stints fahren und wärst mit den anderen Autos nicht konkurrenzfähig. Deswegen fährst du bei Mercedes Map 2. Das hat ein bisschen weniger Motorleistung und verbraucht ein bisschen weniger Sprit. Bist dann aber von der Länge deiner Stints, also Stint ist von Boxenstopp zu Boxenstopp, bist du konkurrenzfähig mit den anderen, dass du dieselbe Länge fahren kannst ungefähr. Was gibt der Lexus Lichthupe, um zu signalisieren, dass er schneller fährt als Duki? Was legitim ist. Egal ob blaue Flagge oder nicht. Er hat ihm nur signalisiert, dass er schneller ist. Bin ich mit ab. Okay. Ja, da. WB. Ja. 2,6, ey. Scheiße. Bist du schnell den Support voll machen, lockst du ein und liest deine Base weg. Geil. Duki, hallo? Du hast mich angefordert, Duki. Wenn du noch einen Doppelstint fahren möchtest, musst du das rausmachen. Ich hab hier gar nichts. Ja, mach ich gleich. Okay, kein Stress. Hallo, hallo? Ja, hallo, oh, komm, Michael. Ich mal die Reifen drücke. Oh, ich hab wieder gelabert und hab mein Mikro im Discord gemutet. So, klärt mich mal auf, was ist hier los? Warte also mal. Meine, die ich im Discord. Machen wir gleich, du geh, fahr erst mal. Ja, ja. Michael, kannst du kurz mal die Reifendrücke machen? Also, ich glaube, du hast da mehr Feingefühl als ich. Sprit haben wir jetzt, sind wir durchgegangen mit Duki. Ein Dreher hat er gehabt, bis jetzt noch keine Crashes, also läuft ganz gut erstmal. Zeiten sind gut. Okay-isch. Wie viele Runden hat er noch? Das kann ich jetzt gerade nicht abgleichen, aber es sollte eigentlich reichen. Ja, ich geh gleich rüber. Also wir haben gerade ausgerechnet, 18 Minuten fährt er noch ungefähr. Okay. Ich geh mal schnell rüber. Ja. So, du geh meine Sonne. Ja, bitte. Wie sieht's mit deinen Luftdrücken aus? Ich brauche die Luftdrücke dann auf Startziel. Ja. Ja, Digga. Hast du berührt? Nee. Keine Berührung gespürt. Jetzt. 27,6. 27,8. 27,4. 27,5. Viererteam, Dipka. Wir fahren zu viert. Es gibt so gewisse Dinge auf dieser Strecke, die macht man nicht. Hier lässt man rein durch und fährt auch nicht auf der Außenbahn. Machst du nicht. Auto weg. Kannst du fast Brief und Siegel drauf geben. Machst du nicht. Hier auch nicht. Die Luftdrücke auf dem Berg in Ordnung. Das ist noch wichtig. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier sowieso nicht. Hier erst recht nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht.
Und hier auch nicht. Jetzt nochmal deine Reise. Hier, Katze. 27,5. Ja. 27,9. 27,5. 27,7. Weil nämlich, also ganz ehrlich, ganz, ganz gute Fahrer könnten das wahrscheinlich realisieren. Aber durch die Kurvenkonstellation und den Höhenunterschied hast du, wirken die G-Kräfte auf dein Auto sehr extrem. Also zum Beispiel, wenn du oben kurz vor diesem Fenster runter in den Berg rein dippst, also in den Dipper, hast du halt durch das, du kommst halt durch eine sehr starke Rechtskurve und du, dein Auto schiebt halt extrem nach außen. Und sobald du von dieser Linie runtergehst oder vom Gas weggehst, dann sind die G-Kräfte nicht mehr da und dein Auto wird nicht mehr auf die Straße gepresst. Das heißt, auch in der Kurve, die eben gerade war, wo du mit Highspeed ankommst und nur einen Meter zu spät bremst, kommst du halt in die Kurve rein, nach oben, und du verlierst auf einmal so viel Anpressdruck, dass dein Auto dir halt einfach... Jemand, der reinscheißt? Der dir dann das Auto beiseite schiebt. Und deswegen ist das auf der Strecke überholen super schwer. Dasselbe gilt halt auch für die Kurve hier. Also hier geht's noch. Wenn du benötigst. Ja. Aber sobald du hier hochkommst, ist dein Anpressdruck eigentlich mehr oder weniger optimal. Das heißt, sobald du ein Stück weiter außen fährst und nur vom Gas runtergehst, ist dein Auto halt weg, weil das nicht auf der Straße klebt. Also auf dem Berg würde ich nichts versuchen, außer es schießt sich halt wirklich jemand extrem ab, weil du diesen Anpressdruck von deinem Auto brauchst, dass der sich hier oben halt hält. Weil hier ist es auch sehr uneben. Also hier seht ihr ja, das Auto schiebt extrem nach rechts. Hier auch. Und wenn du hier nicht mit der nötigen Geschwindigkeit oder Gas kommst, hat das Auto nicht genug Druck auf die Straße. Habe ich alles ausprobiert. Also ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich meine, hier mag es noch gehen, weil da ist nicht ganz so schlimm, aber hier hast du halt die Rausbeschleunigung am Ende wieder. Hier kannst du vielleicht auch noch machen, aber hier ist halt das Problem, dadurch, dass du die extreme Linkskurve fährst. Vorne links 26,5. Ja, nee, warte mal. Gucken. Ja. Vorne rechts 25,7. Ja. Hinten links 26,2. Ja. Hinten rechts 25,9. Ja. Okay. Danke. Danke!